Und auch das heutige Peer-to-Peer-Café wird wieder gesponsert von Estate Guru, dem Immobilienmarktplatz im Baltikum. Trotz weltweiter Unsicherheit wegen Covid-19 konnte man bei Estate Guru im August 2020 einen Rekordmonat einfahren. Und man geht aktuell davon aus, dass der September sogar noch besser werden wird. Ebenso sind weitere deutsche Projekte geplant, auf die Thomas und ich natürlich schon sehr gespannt sind und die Wahrscheinlichkeit ist auch ziemlich hoch, dass wir dort investieren. Wenn du auch bei Estate Guru investieren willst, dann findest du einen Link in den Shownotes für einen Bonus von 0,5% auf dein Investment in den ersten 90 Tagen. Und nun wünschen wir dir viel Spaß beim Peer-to-Peer-Café mit Richie von der Börse Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen beim Peer-to-Peer-Café Ausgabe September mit Thomas Butz und mir, Lars Wobbel. Und heute haben wir wieder einen Gast, den schwäbischen Kredithai Richard Dietrich von der Börse Stuttgart. Richie, du kommst später nochmal genug zu Wort, aber sag mal erst ganz mal kurz Hallo. Hallo zusammen. Hallo, bis gleich. Ja, gut, anfangen tun wir jetzt wie immer mit unseren News, wobei du, Richie, natürlich auch hier schon dazwischen gerätschen kannst, wenn du irgendwas hast, wenn du möchtest. Und ja, Thomas, fang mal an. Was hast du so getrieben seit dem letzten Peer-to-Peer-Café? Ich hatte viel Urlaub und habe meine Hände geschont, wie du ja weißt, aber habe dann trotzdem mich dazu hinreißen lassen, einen neuen Podcast zu starten. Ich habe die P2P-Legenden begonnen und als ersten Gesprächspartner Okta-Eda gewonnen. Du kennst ihn auf jeden Fall, ne, vom Namen her. Ja. Genau, der ist schon 12 Jahre in P2P investiert und ein wirklich echter Bondora-Spezialist mit eigenem gebauten Bot und tiefen Analysen, auch Kreditportfolio-Auswertung und. Und dem konnte ich ein paar Sachen entlocken, mich eine gute Stunde mit ihm unterhalten und ich denke, ich werde ihn spätestens nächste Woche, aber eigentlich plane ich ihn diese Woche noch live nehmen. Jo, das war so mein größtes Ding in der letzten Zeit, was ich gemacht habe, was jetzt dann kommt. Und ja, Bondora war ja eh spannend, ne? Da gab es ja nochmal diese, oder war es schon letzte Woche, diese Mail von wegen 1.000 Euro max pro Monat, was ja zu Irritationen geführt hat. Also ich habe das eher positiv gesehen. Ich weiß nicht, wie war deine Bewertung bei dem ganzen Dollars? Ja, ich finde es eigentlich ganz okay. Ich meine, der Petel Tomberg hat es ja schon angekündigt, dass es dann eine Limitierung geben wird. Ja, besser so als der Zinssatz, ne? Ja, davon kann man ausgehen. Wobei natürlich auch die Frage ist, wann am Zinssatz geschraubt werden muss. Das haben wir auch diskutiert, weil so ganz sicher, ob der gehalten werden kann, ist sicher niemand. Ja, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall war seine Aussage ja, am Zinssatz wird erstmal nichts gemacht oder auch in Zukunft nicht. Von daher schätze ich mal, das wird erstmal so bleiben. Also ist wahrscheinlich aber trotz allem Schock für die, die das Ganze als Tagesgeldkonto erhofft haben, wo es halt definitiv nicht ist. Das ist wieder ein tatsächliches Zeichen dafür, dass man eben doch nicht wie im Tagesgeldkonto umgehen sollte damit. Das einfach ein bisschen dauert und jetzt einfach noch länger. Richtig. Füllen dauert länger und je nachdem ja auch rausnehmen. Haben wir ja auch schon kennengelernt. Ja. Genau, das war so die Bondora-Geschichte. Mein Experiment übrigens läuft auch noch weiter. Ich weiß gar nicht, da habe ich ja schon mal davon erzählt, dass ich ja den Bot vom Thorsten benutze. Da habe ich jetzt auch fast 300 Kredite eingesammelt. Bislang noch keinen richtigen Ausfall seit ein paar Monaten. Also bin ganz guter Dinge, dass ich dieses Mal mit mehr als einem blauen Auge davon, also mit vielleicht mehr auch als 6,75% Rendite rausfallen. Schauen wir mal, aber da berichte ich dann, wenn es mal ein halbes, dreiviertel Jahr lief. Also in so einer frühen Phase ist es ja immer, wissen wir ja alle, kriegen wir immer tolle Renditen angezeigt und die Ausfälle kommen später. Ja, erklär nochmal kurz mit dem Bot. Was ist der Unterschied zu Portfolio Pro beispielsweise? Ja, da kannst du im Prinzip Cherry-Picking machen. Also du kannst dann halt wirklich sagen, du möchtest da nur Kredite haben von jungen, dynamischen Menschen, die ein Eigenheim haben, mindestens 5.000 Euro im Monat verdienen und eine Verschuldungsrate von 1%. Ne? Also nicht, dass okay. Es die gibt, aber solche Geschichten kannst du, oder nur die Frauen, nur die schwäbische Hausfrau-Typus, ne? Also da kannst du halt die ganzen Kriterien, die Bondora anbietet, kannst du halt dann auswählen und dadurch dann halt auch dein Portfolio entsprechend aufbauen. Wobei, ein bisschen Vorgriff auf Okta-Eda, das Rating von Bondora passt schon ziemlich gut. Also die Illusion mit Cherry-Picking da wahnsinnig viel Rendite mehr rauszuhauen, sollte man sich auch nicht hingeben. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja, denke ich mich auch. Aber ein bisschen was geht vielleicht.
Das ist wie bei den Zockern an der Börse, ne? Der Index ist ja auch irgendwie langweilig. Ein bisschen was muss doch gehen. Ja, passt ja auch zu deinem Motto P2P-Game. Also. Genau, genau. Jo, und letzte Nachricht von ist ja, wir haben es ja die letzte Mal, ich mich ja schon gerüffelt, warum ich denn schon wieder eine neue Plattform reingenommen habe. Ich habe jetzt wieder eine neue reingenommen, die dritte Plattform, und das ist wieder ein abtrünniger, oder ich glaube, den gibt's noch, oder zumindest gab es ihn bei Mintos, Anbahner von Mintos. Gibt's noch, genau, mit Qwiku. Eigentlich, glaube ich, sind es eher Russen, also haben zumindest ein Büro in Russland, aber der Firmensitz ist in Zypern. Haben Kredite im ganzen Osten, auch geliebte Spanier und Polen, und aber auch welche in Asien, und kennen wir auch von Viventor. Bis zu 15% Rendite versprechen, 30 Tage Payback. Dachte ich mir, warum indirekt, wenn auch direkt? Mintos gefällt mir gerade eh nicht so, im Gegensatz zu dir. Ne? Die AGB-Aktionen, die fand ich schon ein bisschen strange. Ja, und die Ausfälle sehen bei mir halt auch nicht gerade wirklich schön aus im Depot. Ja, warum nicht? Ich glaube, die Qwiku, das wird auch von den überwiegenden Investoren ganz positiv wahrgenommen. Und ich glaube, aktuell gibt es auch eine ziemlich coole Aktion, dass man, glaube ich, muss, glaube ich, nur 100 Euro irgendwie einzahlen, kriegt dann automatisch 20 Euro drauf aufs Konto. Ja, schauen. Vielleicht gucke ich mir die auch an. Aber nur für die 20 Euro. Kannst du mir meinen Link nehmen? Ja. Ja, aber was hast du zu dem AGB-Thema? Du hast dich ja schon davon mehr oder weniger entspannt zurückgelehnt, meinst du? Also nachschießen wird nie kommen, ne? Denke ich doch. Oder was ist da so dein Punkt? Ja, genau. Ich glaube, Mintos hat ja ziemlich klar gesagt, dass es keine Nachschusspflicht oder sowas geben wird. Ich glaube das auch nicht. Und abgesehen davon, wir haben jetzt noch gar keinen Fall, wo das überhaupt zutrifft. Deswegen mache ich mir da gar keinen Gedanken drum. Und selbst wenn, ich denke mal, das wird echt in so einem kleinen Bereich sein. Das ist echt ein, weiß ich nicht der Rede wert ist. Und ja, jeder muss auch schauen, wie groß Mintos am Ende im Portfolio ist. Und weiß ich nicht, Mintos hat bei mir im P2P-Portfolio einen Anteil von 5% und so ein kleiner Kreditgeber hat dann wieder nochmal weniger. Mit deswegen jetzt ein paar Sorgen zu machen, ganz ehrlich. Also, aber das muss jeder für sich bewerten, also für mich ist das kein Thema. Ja, Sorgen sollte man sich damit eh nicht machen. Höchstens ein bisschen ärgern drüber. Ja, aber warum? Also ich meine, die können ja machen, was sie wollen. Also wenn du dich jetzt darüber ärgerst, dann kannst du auch gleich aufhören zu investieren bei Mintos und dann ist das Thema gegessen. Aber ja, man kann halt dann überlegen, ob man dann einfach ein bisschen reduziert. Also ich habe auch reduziert und eben genau die Einzelplattform halt dann aus dem, was ich rausgezogen habe, aufgebaut. Das war so meine Entscheidung. Ich meine, letztendlich, wenn die da irgendwelche Kosten wieder reinholen, schützen die sich damit ja auch selbst. Also wir haben ja alle nichts davon, wenn Mintos dann irgendwie runtergeht, weil, keine Ahnung, die sich das Inkasso nicht mehr leisten können. Und wenn die Investoren dabei helfen können, ja, warum nicht? Mein Gott, für so ein paar Euro. Ja, haben wir ja eigentlich auch bei Bondora gesehen. Da gab es ja früher auch aus dem Inkasso A weniger, ist zurückgekommen. Dafür hat es aber keine Kosten verursacht. Mittlerweile verdienen die am Inkasso richtig Geld. Es kommen wieder Sachen aus dem Inkasso zurück, aber natürlich für die Investoren ein bisschen weniger. Kann man sich natürlich fragen, was ist besser, ne? Ja. Und im Fall von Mintos ganz klar, wenn die überhaupt kein Inkasso machen würden, dann wäre es komplett weg. Also das wäre für uns noch schlechter, wie wenn nur ein Teil wieder zurückkäme. So sieht's aus. Jo, das waren so meine News im Schnelldurchlauf. Vielleicht bei dir, Lars? Es gab eine Neuauflage von meinem beliebtesten Artikel, und zwar, wenn man 10.000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite anlegen würde. Den habe ich mal irgendwann vor 2 Jahren veröffentlicht, natürlich war wieder aktualisiert. Und meine 4 Plattformen waren auf 4 Kreditarten gestreut, und zwar waren das Bondora, Estate Guru, Mintos und Claudestor. Das würde mich interessieren, was ihr beide so aktuell sagen würdet, wenn ihr jetzt anfangen würdet, in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren. 10.000 Euro hättet, wo würdet ihr die anlegen? Würdet ihr nur eine Plattform nehmen oder würdet ihr die auch streuen? Würde mich interessieren. Lass mal einen Richie vor. Also streuen grundsätzlich, also klar, ist eines der wichtigsten Dinge jetzt, nicht nur P2P oder Aktien oder ETFs, sondern auch bei P2P natürlich breit streuen. Ich muss sagen, bei Bondora habe ich in letzter Zeit irgendwie über die Finger eingeklemmt, da bin ich nicht mehr ganz so glücklich. Okay. Ich würde es aber trotzdem mit reinnehmen, vielleicht auch nur wirklich als Grow-and-Grow-Zusatz so ein bisschen einfach. Ich bin zur Zeit ganz glücklich, falls hier meine Compliance dabei ist, hallo, ich bin jetzt als Privatperson erstmal da und werde relativ wenig zum Thema Börse sagen, und wenn ich sage, ist es keine Beratung, keine Empfehlung, wenn jemand genau das tut, was ich jetzt sage, seid ihr einfach alle selber schuld. Entschuldigung, das muss ich einfach sagen. Ich fühle mich momentan in letzter Zeit komischerweise mit Estate Guru relativ wohl. Da habe ich jetzt seit 3 Jahren parallel investiert zu meinem ganzen Anlagevolumen, was ich gemacht habe. Und da habe ich auch schon ein bisschen was von Mintos umgeschichtet, weil ich dort einfach auch schon ein paar Mal ein bisschen, ja, Eurocent war so ein Ding, wo ich mal mit dabei war. Im Großen und Ganzen läuft es ganz gut. Ich habe auch bei Mintos mal einen Ausflug gemacht.
in die mexikanischen Pesos. Da komme ich jetzt mit eingeklemmtem Schwanz wieder zurück, hin und her getauscht, ein bisschen Ausfälle gehabt, im Großen und Ganzen ja nicht viel gewonnen und nicht viel verloren. Aber aufteilen definitiv. Ob ich jetzt die vierte auch noch nehmen würde, irgendwann ist auch die Zeit vielleicht mal begrenzt, die man machen kann. Und ich überlege mal lieber, Stockpicking bei Aktien zu betreiben vielleicht. Aber mindestens drei auf jeden Fall. Alles andere ist einfach viel zu riskant. Für die vierte hat Lars ja auch ein bisschen Hauer gekriegt, wenn ich das nicht richtig mitgekriegt habe. Ne? Für Crowdesto, ja, aber es ist alternativlos aktuell. Ich meine, warum willst du irgendwie auf LinkedIn oder so jetzt investieren? Wo du Link Finance nicht, meinst du, ne? Oder Link Finance, genau. Ja. Wo du irgendwie, LinkedIn, ja, wo du irgendwie bei, Microsoft, weiß nicht, 5% am Ende rauskommst. Und ja, weiß ich nicht. Und Crowdesto ist schon ziemlich sexy und deswegen war das so meine Risikobeigabe. Ja, ich würde tatsächlich auch den Schwerpunkt, auch wenn es unser Werbesponsor ist, aber auch unabhängig davon, auf Estate Guru legen und die anderen mehr oder weniger zum Kennenlernen von dem ganzen Spiel. Also wirkliche Selbstläufer ist, finde ich, fast gar nichts. Also richtig Selbstläufer, so Augen zu und nie wieder hingucken. Also maximal wirklich ein Estate Guru. Bei allem anderen muss man einfach schon auch am Ball bleiben, was da so passiert. Ja, richtig. So. Ja, cool. Danke euch da für eure Meinung. Ja, ansonsten, was noch an News bei mir gab, die Neuauflage von dem Buch ist fast fertig, also Investieren in Peer-to-Peer-Kredite, hat jetzt circa 20 Seiten mehr. Es gibt neue Kapitel über die Arten von Peer-to-Peer-Plattformen. Crowdesto ist mit drin, es gibt Investieren in Fremdkapital. Wir haben ein Gastkapitel über die Optimierung von Cash-Positionen mit Peer-to-Peer-Krediten und natürlich auch das ganze Thema Corona-Krise ist jetzt mit eingeflossen. Und auch das Thema alternative Versteuerung, das ist ja für viele sehr, sehr interessant, wurde komplett neu aufgelegt von dem Luis Patzos. Ja, wird vermutlich im Oktober gelauncht und Februar später. Und das ist das Wichtige, aber für alle, die schon gekauft haben, es wird das gleiche Listing auf Amazon haben. Das heißt also, alle, die schon das Hörbuch und das E-Book gekauft haben irgendwann mal, die können sich dann einfach die neue Version ziehen. Das Taschenbuch kann ich jetzt leider nicht bei jedem austauschen. Also wollte ich gerade sagen, schicken wir dir, oder? Das schicken wir dir rüber, das Taschenbuch. Ja, genau. Aber ja. Gut, das wird jetzt auch nicht die Welt kosten, also wenn das jemand unbedingt das Taschenbuch haben möchte, ansonsten sind ja eh die meisten ziemlich digital unterwegs, aber die können sich das auf jeden Fall einfach dann kostenlos ziehen. Ja, das so zu meinen News und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu Richie. Richie, sag doch mal, erstmal, sag mal, hast du irgendwie eben ein bisschen was getrunken, du hast eben so ein bisschen gelallt, ich will nur kurz sicher gehen, bevor wir jetzt anfangen. Nee, und ich war auch nicht der, der auf der Toilette war, es muss irgendein anderer von euch gewesen gerade eben. Also ich bin noch brav in meinem Wasser und das Glas ist eingeschenkt und zwar zuvor, nicht während dem Podcast, das wirkt dann unprofessionell. Das okay. War nur die Steilvorlage für den Lars, ne, damit. Aber vielleicht erzählt uns doch einfach mal, warum du überhaupt eine Compliance brauchst hier in unserem Podcast. Gut, also als Mitarbeiter der Börse Stuttgart, ich mache halt relativ viel auch im Öffentlichkeitsbereich, ich mache viele Seminare, Veranstaltungen und so weiter und wir dürfen halt keine offene eigene Meinung haben, die eindeutig dazu führt, dass irgendjemand von den Zuhörern oder Zuschauern genau deswegen, weil ich irgendwas gesagt habe, sagt, genau, das wollte ich immer schon kaufen, jetzt kaufe ich genau diesen Wert, diese Aktie, was auch immer. Und darum muss ich auch heute vielleicht manchmal so ein bisschen verschwurbelt irgendwie versuchen auszuweichen, weil ich halt keine hundertprozentige Antwort geben darf. Also ich habe vorab geklärt, ich darf es mal ganz grob erklären, in welchem Bereich nicht zu wie viel Prozent unterwegs bin, aber ich darf halt nicht sagen, welche Aktie, welche genauen ETFs. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich solche Termine einfach auch zukünftig wahrnehmen will. Und da bin ich auch Gott froh, weil bei vielen anderen Kollegen, die müssten vorher jede einzelne Frage und vor allem jede einzelne Antwort mit Compliance abstimmen. Das könnte ich nicht, da müsste ich hier Sachen ablesen, das wäre total unauthentisch. Und darum muss ich halt manchmal ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube, das kriegt man trotzdem gut hin. Also kurz zusammengefasst, du bist der Marketing-Experte und deine Zielgruppe sind Investoren. Ja, der Marketing-Experte, da bin ich also eher reingerutscht, weil Marketing-Experte klingt immer so, als der verkauft alles, aber hat keine Ahnung, was er davon eigentlich hat. Ich komme eher von der anderen Seite. Also ich habe jetzt 1.1.2001 an der Börse angefangen, habe damals das Beschwerdemanagement ausgebaut. Das klingt total ekelig, war es auch zum Teil, ist einfach eine harte Schule, weil du einfach mit allen Fehlern und allen Fehlerkonstellationen konfrontiert wirst und in der Zeit halt unglaublich viel lernst. Einmal, was für Fehler man machen kann und wie man diese Fehler eben nicht unbedingt eingehen muss und habe da einfach viel erklärt, viel auch telefoniert und dieses Wissen einfach da ein Stückchenweise auch auf Seminaren und so weiter weitergegeben und dann kam es halt irgendwo dazu, dass man meinte, okay, den kann man auch noch mehr machen lassen und dann kam es halt irgendwie zufälligerweise mal YouTube und das gehört jetzt einfach auch zu meinem Gebiet dazu, wobei ich das andere wirklich noch, das ursprüngliche Börsenthema immer noch nicht aus den Augen verloren habe, weil dieses ganze Öffentlichkeitsarbeitsgedöns ist in vielleicht, sag ich mal, 15-20% maximal von meinem Tagesgeschäft und der Rest ist wirklich viel Projektarbeit, Inhouse, einfach gucken, wenn es neue Themen gibt, die im Privatleben interessant sind, da bin ich halt einfach mit drin und treibe das Ganze auch voran. Also nein, kein Marketing-Blabla-Geschwurfel, das nein.
So, kannst du uns mal kurz ein bisschen mitnehmen in dein Portfolio? Also wir wollen vor allem wissen, was genau du für ETFs hast und für Aktien. Nein. Aber ich kann, was ich ganz klar sagen kann, also im ETF-Bereich ist es natürlich so für viele der, die Basis. Und auch bei mir sind so circa 35% einfach ganz langweilige ETFs. Da sind viele globale dabei. Ich habe auch dann nochmal ein, zwei Themen-ETFs, was ich durchaus sagen kann, die sind halt sehr speziell auf dem IT-Bereich ausgelegt, weil ich einfach da schon recht früh ganz klar sage, da wird es weiter hingehen, jetzt nicht erst seit Corona, schon so lange davor einfach als Schwerpunkt gesetzt. Also wie Albert so ganz sagen würde, eine Sektorenwette. Also ich sag halt, ich versuche mit einem gewissen Themenschwerpunkt besser zu sein als der Durchschnitt, also besser als irgendwie in MSCI World. Ich weiß aber auch, es kann sein, ich liege halt mal daneben und mein Themenschwerpunkt, den ich da habe, der läuft halt nicht so gut wie der Durchschnitt. Mal geht's gut, mal geht's schlecht, aber für mich war es wichtig, gewisse Punkte zu setzen. Und 40% sind wirklich Einzelaktien, wo man wirklich auch, also für mich ist es dann wirklich was Langfristiges. Thema, ich bin an der Börse beschäftigt, ich darf eh keine Intraday-Geschäfte machen. Also ich muss immer vorher auch dann mit Zweitschriften hantieren und so weiter und so fort. Und für mich ist es meistens als Investor und nicht als Spekulant, weil es gerade so schön hieß, die Börse und Spekulanten. Also ich sehe mich da wirklich als Investor und lege dann langfristig Unternehmen an, denen ich einfach was zutraue. Und dann kommt jetzt auch schon der Krypto-Punkt. Wie viele sind das kurz, Ritchie? Wie viele sind die? Aktuell bin ich bei 10 verschiedenen Einzelaktien. Oh, das sind aber gar nicht so viele dann. Ja, ich sag mal, irgendwann, also es lohnt sich nochmal die nächsten 5 definitiv, aber irgendwann von der 100. zu 101. Aktie ist der Grenznutzen einfach kaum noch vorhanden. Und muss natürlich auch sagen, viele der Aktien sind ja auch indirekt auch in den ETFs vertreten. Also da ist schon eine relativ breite Streuung vorhanden. Und das sind halt wirklich Werte, wo ich sage, nee, den traue ich einfach noch viel zu in der Zukunft und da möchte ich wirklich speziell da reingehen und da muss es dann nicht die Riesenpalette von 800 Werten sein, wo ich dann den Überblick verliere, sondern es sind auch Werte, wo ich dann wirklich im Tagestakt mal kurz die Nachrichten checke, einfach mal gucke, läuft alles so, ich habe auch mal aufgeschrieben, warum kaufe ich die eigentlich und dann mache ich auch immer so einen Monatstakt, einfach mal so einen Check, läuft es genau in die Richtung, wie ich es haben will. Da gibt es ja so ein super cooles Tool von Morningstar, das kennst du wahrscheinlich, das X-Ray-Tool, ne? Um zu schauen. Aber ich bin da wirklich noch altmodisch. Genau, aber ich bin altmodisch. Ich gucke auch manchmal auf die Unternehmensseiten drauf. Das heißt, nervige viele natürlich ist auf Englisch. Also nicht das, was die meisten Deutschen machen, Homebuyers und nur in Deutschland investieren. Das ist natürlich eines der schlimmsten Sachen, die man leider momentan machen kann, weil es gibt halt, also das kann ich jetzt sagen, meiner Meinung nach wesentlich interessantere Aktien außerhalb von Deutschland als innerhalb von Deutschland. Ich meine jetzt, was die Überschneidung weißt angeht mit ETFs und deinen Aktien, da kann man ja schön schauen, was ist denn wo drin mit dem X-Ray-Tool, kann man das. Ja, aber ich meine, anhand von den Namen, von den Indizes, weiß man ganz grob schon, was drin steckt. Und das sind meistens die großen Aktien, die vorne drin stehen. Facebook, Microsoft. Ich darf nichts zu Einzelwerten sagen. Ist auch gerade das Stichwort. Jemand im Chat fragt gerade, wenn alle auf IT gehen, wie kann man da noch besser sein als der Durchschnitt? Ja, das ist gerade ein Problem, dass einfach die großen IT-Werte eben ganz klar extrem weit vorne sind. Wobei man auch sagen muss, IT heißt ja nicht gerade Fangaktien. Es gibt ja auch andere IT-Branchen und Sektoren, also Bereiche, die noch ganz, sag ich mal, unterbewertet vielleicht sind oder noch nicht so im Fokus sind. Also sei es jetzt Blockchain-Technologie, sei es Internet-Security. Ich habe jetzt nicht gesagt, irgendwas davon habe ich, aber es gibt halt noch mehr als diese großen Automatisierung Werte, die jeder hat. Roboter, genau. Automatic Robotic, genau. Also auch das heißt ja nicht nur Amazon, Facebook, Google und Alphabet und Apple, sondern man kann sich auch vielleicht mit anderen Themen beschäftigen, die vielleicht als nächstes durchaus interessant sind und wichtig sind. Und dann gibt es noch solche nette Spielchen wie gleichgewichtete Indizes, also dass alle Titel im Index gleichen, also im ETF den gleichen Anteil haben. Also da gibt es durchaus schon noch Alternativen, ob die jetzt immer besser performen. Ja, im Nachhinein ist man dann immer schlauer. Das ist natürlich das Nächste. Viele Indizes sind halt anders gebastelt als ein anderer. Wie du gerade gesagt hast, einfach, du hast Performance-Indizes oder Preis-Indizes, dann hast du Gleichgewicht. Also auch da, jeder, der sagt, ich kaufe mal halt einen ETF und lehne mich zurück und hoffe, dann ist alles gut. Das funktioniert halt auch nicht. Also da muss man sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Aber als Einstieg ist es definitiv ja, besser das als auf dem Sparbuch liegen lassen, auf jeden Fall. So ein FTX. Oh, oder sich von seinem netten Bank um die Ecke einen aktiv gemanagten Fonds mit 5% Aufgabeaufschlag und 2% laufende Kosten aufzuschwatzen. Oder noch schlimmer, eine Lebensversicherung. Aber selbst der aktiv gemanagte Fonds, muss man zur Verteidigung sagen, ist immer noch besser als das Sparbuch, das ist richtig. Das bei kommt der Lebensversicherung, das kommt ja im Normalfall. Ich meine, wir Deutschen sind die Einzigen, die als eine Versicherung als Geldanlage sehen. Allein schon der Zusammenhang Versicherung und Geldanlage ist ja schon eigentlich abstrus, aber
Das sind wir halt relativ gern dabei, komischerweise, bei sowas. Also richtig super abgelenkt, um von dem Lieblingsthema von euch abzuschweifen. Du wolltest nämlich sofort auf Krypto jetzt springen eigentlich, ne? Ich wollte einfach mal meine Liste ganz grob durchgehen, weil ich Portfolio-Performance nämlich offen habe. Krypto ist jetzt leicht übergewertet in letzter Zeit. Da bin ich jetzt bei 15%, das darf man gar nicht so sagen. Weil einfach der Markt ganz gut gelaufen. Ich habe halt einfach mal nachgekauft. Ja, ich bin schon jemand, der eigentlich rebalanced, aber rebalanced heißt es für mich nicht, ich verkaufe sofort die Sachen, die super gelaufen sind und gehe irgendwo anders rein, sondern ich packe jetzt halt die nächsten paar Euro, die zusammenkommen, einfach mal in die Werte rein, die eben nachgeschoben werden müssen, verkaufe aber nicht die Sachen, die total gut gelaufen sind. Und gerade in den letzten 2 Jahren habe ich immer fleißig mal bei kleineren Beträgen Kryptos nachgekauft und das macht sie jetzt halt bezahlt. Und der Rest ist dann durchaus so 5, 6, 7% im P2P-Bereich. Da habe ich Anfang des Jahres einiges abgebaut und habe es in Aktien geschwitzt. Und gut, keine Anlage. Ich habe ein paar Sachen in Lego investiert. Das ist jetzt keine Investition, das ist eigentlich eine Spielerei. Ich habe meiner Frau versprechen müssen, alles, was wir nach 10 Jahren nicht verkauft haben und nicht wirklich nachweislich an Wert gestiegen ist, darfst du auspacken und damit spielen. Und damit durfte ich auch ein paar Sachen auf den Dachboden hochstellen, was Lego angeht. Aber das ist eher eine Spielerei. Also Investition würde ich das nicht wirklich benennen. Okay. Zwei Sachen zu den Kryptos noch. Einmal, in welche investierst du da? Und die zweite Frage, oder könntest du einmal Thomas erklären, warum Kryptos im Portfolio wichtig sind? Also in welche ich investiere, darf ich wahrscheinlich nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich klar, das sind die Größen wichtigen. Also ich habe einmal das Krypto-Gold und Krypto-Silber. Also zum Beispiel, genau. Und dann noch ein weiterer Wert, der als Deutschland einfach der beliebteste deutsche Krypto-Coin ist für viele, wobei da auch natürlich extrem viele Nachteile noch mit sich bringt, aber das muss man einfach mitnehmen, weil ich da durchaus Fantasie habe drin. Und genau das ist das Thema Fantasie. Also man kann einfach zum einen sagen, natürlich, wenn wir zu Bitcoin sprechen, ist es halt für viele einfach eine Entkopplung von den extremen Geldmengen, die wir im Markt unterwegs haben. Das ist für viele ganz, ganz wichtig. Mhm. Und deswegen finde ich, ist es durchaus ein Ding, wo ich sagen kann, ich glaube, in der Zukunft kann das durchaus noch wertvoll sein. Ich meine, es gibt viele, die sagen, Gold ist total klasse. Und ich bin jemand, für meine persönliche Meinung, vergleiche ich Gold und Bitcoin ganz gerne. Und für mich ist beides irgendwie, ja, Gold ist historisch lange gewachsen, das finden Leute einfach gut, da ist Vertrauen drin, das ist aber bei Bitcoin langsam auch. Ich kann beides gut aufteilen, ich kann es gut aufbewahren. Nur bei Gold ist es halt so, wir hören immer wieder den typischen Spruch, ja, Gold ist begrenzt. Entschuldigung, aber am Arsch ist Gold begrenzt, macht mal die Augen zu, dann seht ihr, wie begrenzt es ist. Denn in den letzten 100 Jahren haben wir so dermaßen viel mehr Gold aus der Erde rausgerupft. Im Vergleich zur ganzen Geschichte davor ist es, glaube ich, der dreifache Wert beinahe gewesen. Das heißt, die Technik wird immer besser. Wir kommen in die Antarktis, wir kommen in die Tiefsee und dementsprechend wird auch die Goldfördermenge, die wir rausholen können, einfach auch viel höher oder bleibt zumindest auf einem extrem hohen Niveau. Bei Bitcoin ist halt klar, da sind wir jetzt schon auf dem Thema, dass es nach unten geht. Jetzt kommen sie die einen oder anderen und sagen, ja, aber Gold kann ich wenigstens irgendwo einsetzen. Ja, in der Industrie gibt es aber viele Metalle, die besser sind. Du kannst dann der Frau im Hals hängen, das funktioniert sicher auch, aber als Wertanlage. Ja, aber als Wertanlage, ich mag zum Beispiel Silber vom Aussehen her lieber. Ist auch viel billiger, aber ich mag es auch lieber. Und deswegen ist für mich halt einmal Bitcoin für mich so als Beimischung gedacht, einfach als Inflationsschutz ein bisschen, weil einfach auch die Teuerung da nicht ganz so durchschlägt. Und für mich ist als zweites wichtiger Punkt ist Ethereum. Ich finde einfach den Plattformgedanken ziemlich genial. Blockchain-Thema. Genau, Blockchain, aber auch als Plattformgedanke, weil Ethereum ist, vergleiche ich ganz gerne mal wie so ein Apple Store. Die können nämlich auf ihrer Plattform können Sachen produziert werden, es können schlaue Verträge aufgelegt werden, die werden als Vehikel benutzt, um andere Sachen darzustellen und abzubilden und dafür braucht man halt Ethereum, das ist auch der Grund, warum das in den letzten Wochen extrem gestiegen ist, was die Transaktionskosten angegangen ist und ich glaube, das wäre so die zweite Kryptowährung, die ich persönlich interessant finde. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie selber habe, ich habe nur gesagt, ich finde sie interessant. Problem ist halt beim Krypto-Thema, du darfst halt nicht sagen, oh, ich habe jetzt Krypto verstanden, ich habe Bitcoin und Ethereum verstanden, jetzt kaufe ich alles andere auch. Das Problem ist halt, wenn du einmal P2P bei Badora verstanden hast, wirst du es nicht genauso bei einer anderen Plattform sofort verstehen. Du musst es erstmal genau angucken. Und eine Aktie funktioniert halt anders als eine andere Aktie. Und bei Kryptos gibt es aktuell über 8000 verschiedene Coins. Und wenn es ganz dumm läuft, die meisten haben doch irgendwie unterschiedliche Herangehensweisen, Anwendungsbeispiele und so weiter und so fort. Und man muss sich halt wirklich damit beschäftigen. Und wie viele davon sind Scam? Geh mal auf die Seite deadcoins.com, da kannst du selber nachgucken. Nee, also das ist also natürlich das Nächste, ne? Es gibt eine Seite, das sind wahrscheinlich gut und gerne 2.500 sind Scam, Fakes oder Jokes. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo ich wirklich sagen muss, als halbwegs intelligenter Mensch kann man auch fast selber drauf kommen. Da kommen wir nachher noch zum Thema, ich glaube, Lars und sein Staking und Landing, was er so gerne macht, das ist für mich, ich habe vieles schon angeschaut, ich habe es mir immer noch nicht getraut, weil ich bei manchen Beträgen mir einfach denke, das ist aber arg viel, aber bisher geht es ganz gut. Aber definitiv, da gibt es viel Scam und viel Sachen dabei, die man sich
die Finger davon lassen sollte. Und auch da einfach mal schauen, so die ersten, wenn man bei den ersten 50 Tokens dabei ist, man muss nicht den Token haben, der beim Zehntel Cent steht und hoffen, dass der irgendwann bei 5 Euro stehen wird. Also da, auch da ist es trotz allem eine hohe Spekulation, aber auch eine Art von Anlage. Und so sollte man auch das Ganze herangehen, weil sonst kann man Lotto spielen, wenn man einfach nur Glück haben will. Ich bin ja konsistent. Also ich habe ja weder Gold noch Kryptos, von daher kann man mir das nicht vorwerfen. Also von daher, das passt. Ich habe nur Wertpapiere und halt P2P-Kredite. Bist du bleibst ein Zocker. Das stimmt. Das ist dann meine Sektorenwecke oder meine Anlageklassenwette. Ne, ja, aber was dann vielleicht für dich wichtig ist, mal zu schauen, welche Aktien bauen zukünftig auf Blockchain-Technologien auf. Das ist schon das Nächste. Da gibt es nämlich ganz schön viele Sachen, da können wir vielleicht da auch mal drüber sprechen. Das Blockchain-Thema an sich finde ich natürlich sehr spannend. Da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit, aber dieses Thema, ich verbrutzle Energie, um ähnliche blöden Coins zu rubbeln. Aber da wollte Lars ja eh mal noch einen Spezialist beibringen, und der mich dann bekehrt, dass ich da völlig falsch liege. Das ist relativ einfach. Zum Stromrubbeln brauchst du aktuell bei Bitcoin echt viel Strom. Ethereum ist aber schon dabei, das ist stückchenweise, gut, erstmal als erste Prozent, umstellen auf ein anderes Verfahren, wie diese Coins generiert werden, sagen wir mal so. Und die wollen dann wirklich vom Energiebedarf nur noch 1% des aktuellen Stromhungers von Ethereum auf der Blockchain haben. Das wird noch ein Weilchen dauern, aber die sind auch schon dabei zu überlegen, wie kann man es viel besser machen. Mit sowas kriegt man mich dann wieder, aber mit etwas, wo man sinnlos so Strom verbrennt für eine Glaubensgeschichte. Falsch. Das ist aber nicht sinnlos. Das ist ja dafür da, damit die ganze Sache abgesichert ist. Ja, ist schon Wenn klar. Du halt zu wenig Sicherheit hast, dann ist es auch wieder anfällig. Ich weiß, ganz kurz zum Schluss. Ich komme aus der IT-Branche. Ich weiß durchaus, dass man für Kryptografie Energie braucht, Leider. Weil sonst ist sie nicht sicher genug. Aber die hat ja auch einen Zweck. Die soll meine Daten schützen. Ein Bitcoin ja nicht, ne? Ja, das sind halt deine Transaktionen dabei. Das war alles dann, was da geschützt wird. Das stimmt gut. Schon. Okay, bevor wir jetzt hier abdrücken. So, beim P2P-Thema sind wir jetzt erst bei 5 oder 6 Scams, nicht bei 2500, deswegen können wir da besser drüber sprechen. Sag mal, wo bist du denn da gerade so investiert? Also ich habe ja schon die drei Plattformen angesprochen, wo ich mich bisher rumtreibe. Ich war Mintos schon, ich glaube, seit 2015 aktiv, also schon fand ich relativ früh. Ich finde es immer interessant, auch wenn sowas nicht an der Börse gehandelt wird. Ich habe auch mit Krypto angefangen, lange bevor wir in Stuttgart irgendwas mitgemacht haben, weil ich einfach das ganze Geldanlegen breiter als nur Börse sehe. Ich finde, Börse ist für mich, man sieht ja schon 40% Aktien, 35 ETFs, ist schon der wichtigste Punkt. Aber ich gucke mal ganz links und rechts ganz gerne um, und deswegen habe ich angefangen damals mit Mintos, weil ich das System eigentlich ganz interessant fand, auch wenn man natürlich sagen muss, diese ganze Geschichte mit, hier ist eine Garantie. Garantie ist ja immer nur so gut, wie der die Garantie auch gibt. Also es war immer für mich schon ein hochheikles Thema, allein schon auch, wenn man die Renditen sich anschaut, die dort halbwegs versprochen oder beworben werden, da muss halt jedem normalen klar werden. Ganz risikofrei kann sowas definitiv langfristig nicht funktionieren. Und da ich mit REITs mich einigermaßen beschäftigt habe, fand ich dann eigentlich auch EstateGuru relativ früh und habe mir auch darüber Gedanken gemacht und gesagt, okay, die sind interessant, da waren auch schon viele, die im Ausfall drin sind, auch über mehrere Jahre, und trotz allem, irgendwann kommt das Geld da wieder. Also bisher haben die bei mir relativ, auch ich krieg nichts dafür, weil ich werde nicht gesponsert, sondern ihr, aber ich muss sagen, mit dem habe ich mich bisher am wohlsten gefühlt zum großen Ganzen. Bei Bondora, wenn ich mal so die Investitionen anschaue, wie viele rote kleine Lämpchen ich da habe, da habe ich einfach vielleicht das falsche Händchen gehabt, war ich vielleicht dann doch zu gierig bei manchen Sachen, auch mir passiert mal so ein Fehler dann, aber das wären so die drei Plattformen, wo ich momentan am meisten unterwegs bin. Mir fehlt aber auch die Zeit und die Muße, mich mit jedem neuen Plattform, jede Abspaltung und so weiter irgendwo zu beschäftigen, aber wenn man es intensiv machen will, sollten wir es wahrscheinlich auch tun. Die roten Lämpchen gehören dazu, ne? Die darfst du nicht einfach ignorieren. Die roten Lämpchen sind ganz normal, und du musst halt bei Bondora mit einem Anlagehorizont von 4-5 Jahren locker rechnen. Das eh. Also das ist für mich alles. Also grundsätzlich, wenn ich Geld anlege, ist es Geld, wo ich eigentlich sage, ich brauche es in 10, 15 oder 20 Jahren wieder. Alles andere, wenn es in Aktien oder in P2Ps reinsteckt, ist einfach das Risiko viel zu groß. Dann, wenn ich es brauche, kriege ich es nicht. Oder halt mit einem riesen Abschlag am Zweitmarkt. Mhm. Das wäre natürlich ein Riesenfehler. Also das ist für mich ganz klar. Das sollte auch jedem, glaube ich, klar sein, der hier zuhört, dass sowas nicht als Tagesgeldersatz gedacht ist. Das ist einfach falsch. Ja, also es liegt auf jeden Fall nicht an deiner Gier oder deinem Geiz. Ich meine, das liegt ja in deinem schwäbischen Gebiet. In der Natur. aber wichtig, man muss es halt aushalten. Das ist einfach, es gehört dazu. Genau, aushalten ist ein ganz gutes Thema. Du hast eben nichts zu Mintos gesagt. Also da ist jetzt gerade auch ziemlich viel im Argen und da gibt es viel Diskussion. Wie siehst du das? Verfolgst du das oder ist dir das total egal? Total egal ist es nicht. Ich habe ja schon gesagt, dass ich bei Eurocent mal dabei war, da ein paar Ausfälle hatte. Na gut, aber Eurocent ist ja gegen das, was wir jetzt heute bei Mintos haben. Das ist der Kindergarten, ne?
Ja, auch da bin ich beim neuen Problem bin ich auch mitbeteiligt. Natürlich tut es weh, aber ich gucke mal einfach an, was habe ich denn insgesamt bisher schon an Zinserträgen erwirtschaftet. Und das Gute ist ja, wenn ich jetzt gerade erst angefangen hätte mit Mintos, ich glaube, dann fände ich die ganze Sache echt nicht lustig. Aber weil ich halt wirklich auch schon seit längerer Zeit dabei bin und wie gesagt seit bald 5 Jahren oder sogar noch länger bei Mintos investiert bin, habe ich natürlich auch das Puffer aufgebaut, um zu sagen, ich kann auch mal ein paar Rückschläge verkraften. Und mit denen habe ich immer gerechnet, dass sowas irgendwann kommen muss. Weil nochmal, jede Garantie ist halt nur so gut wie der sie mir geben kann. Und es muss halt jedem klar sein, das sind halt irgendwann auch mal Grenzen gegeben. Das ist einfach so. Und man muss ja auch noch sagen, es ist noch nicht alles weg. Also auch wenn da jetzt 30% oder 20%, je nachdem, ich glaube bei mir sind es 20% im Ausfall stehen, heißt es noch lange, dass die auch komplett weg sind. Einen großen Teil davon schon, denke ich, aber alles muss nicht weg sein. Oh, das tut aber gut, wenn du sagst 20%, da bin ich ja richtig gut aufgestellt. Vielen Dank. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es gar nicht mehr, ich habe es auch verdrängt. Ich müsste es aufmachen, um zu sagen. Aber es ist immer so ein Thema, mit dem Anlagehorizont, ja. Also was du eben auch schon gesagt hast, also jeder, der halt denkt, das ist irgendwie so eine kurzfristige Anlage, der hat sich halt bei Peer-to-Peer echt getäuscht. Aber desto länger du halt dabei bist, desto mehr wirst du das verkraften können. Aber wenn du jetzt halt gerade eingestiegen bist, das ist bei Aktien genau das Gleiche, dann sieht's halt einfach mal übel aus. Kann aber so ich sein. Muss sagen, für mich war Mintos zum Beispiel relativ gut geeignet, um einfach jetzt zum Jahreswechsel habe ich aufgehört, mein Autovest laufen zu lassen. Ich habe einfach alles, was zurückgekommen ist, einfach mal gesammelt und habe dann eben im Februar, März einfach das Geld rüberschieben können und rechtzeitig einfach in Aktien umschichten. Da habe ich vielleicht Glück gehabt, ja, Glück gehört auch mal dazu und Markttiming ist einfach auch Glück, dass ich mir gedacht habe, okay, die Aktienmärkte sind jetzt schon so heiß gelaufen, von Corona habe ich damals natürlich nichts gewusst, aber wenn man es richtig einsetzt und den Cashflow einigermaßen versucht auch rund zu halten und nicht nur die 48 und 60 Monate Dinger zu holen, so eine schöne Mischung zu machen, kann man auch da trotz allem relativ kurzfristig über den Cashflow wieder Geld reinholen und irgendwo anders investieren. Das muss halt aufgebaut sein, richtig. Wobei wir das Thema, Lars, ja schon mal hatten, beim Aktienmarkt, da kannst du halt auch mal was aussitzen. Also bei einem Mintos ausgefallenen Kredit ist die Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt groß, dass es wieder hochkommt. Naja, auch bei manchen DAX-Unternehmen kannst du auch nicht alles aussitzen. Ja, aber da gehört halt wieder die Streuung dazu. Bei einem ETF, genau. Beim ETF, aber ja. Bei einem Anbahner oder so, der kann einfach komplett weg sein. Da ist es halt, das ist dann halt auch als Einsteiger kannst du nichts aussitzen. Da musst du halt darauf hoffen, dass wieder was zurückkommt. Ja. Ich glaube, da ist halt wichtig, dass wenn man wirklich an die Plattform oder an die Anlage das glaubt, dass man da halt nicht aufhört zu investieren, sondern dass man diese Schere zwischen, ich habe auf der einen Seite Zinseinnahmen, auf der anderen Seite fallen halt Kredite aus, dass man die halt immer wieder weiter erhöht und dass es dann halt am Ende für dich ein Plus ausgeht. Eigentlich am Ende eine simple Rechnung. Aber wer dann halt an einem bestimmten Punkt einfach aufhört und dann wartet, dass das alles wieder zurückfließt, der wird halt zwangsläufig dann, naja, irgendwann versiegen halt die Rückflüsse und dann ist halt Ende im Gelände. Ich glaube, du musst schon, wenn du investierst in solche Anlageformen, von vornherein schon wissen, dass die Erträge, die Zinsen, die reinkommen, auch ein Teil davon als Puffer da sind für Sachen, die zukünftig ausfallen werden. Das ist einfach so. Nochmal, wenn du halt mit deinem Geldmarktkonto oder irgendwo Sparbuch-Hopping 0,05% noch bekommst oder 0,005% bekommst, ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut, dass Sparkassen, Volksbanken und sonstige Banken noch geben würden, dann musst du halt klar sein, wenn du irgendwo anders 11-12% kriegst, du hast einen riesen Zinsaufschlag und der spiegelt einfach das Risiko wieder. Das ist einfach auch Teil der Geschichte, Teil des Spiels. Und da muss man halt klar sein, ich gehe davon aus, dass ich vielleicht die Hälfte der Rendite, die ich hier auf meinem Bildschirm vor mir habe, vielleicht an so Erfahrung vom Ausfällen wegzahlen muss und habe trotzdem eine relativ schöne Rendite, die ich nebenher ein relativ ruhiges Portfolio damit machen kann und mein Aktienportfolio deswegen vielleicht die Schwankung auf den ersten Blick rausnehmen kann, sag ich mal so. Das heißt, du siehst die P2P-Kredite auch mehr als Stabilisator für dein Portfolio? Also ich sehe es zumindest, also wenn man sich, ich pflege das ganz schön brav, einmal im Monat bei Portfolio Performance meine Einnahmen rein, natürlich sieht es stabil aus, muss man erstmal sagen, aber das darf natürlich auch nicht trügerisch wahrgenommen werden, weil die große Ausfälle sieht man da halt erstmal nicht, aber insgesamt finde ich es einfach interessant, neben dem Aktienmarkt einfach sich am Gläubigenmarkt zu beteiligen und da kann man sagen, ich hole mir eine Anleihe oder ich gehe halt direkt auf die Privatinvestoren und umgehe halt zum Beispiel Banken, die Kredite ausgeben, die sich dann irgendwie anders refinanzieren, sondern ich gehe gleich auf dem originären Kreditmarkt unterwegs, wo die Privatanleger unterwegs sind und sehe das dann durchaus schön als gute Beimischung, wie auch Krypto, die sich einfach manchmal anders bewegen als Aktien und P2P genauso. Das ist ein schöner Einwurf gerade gewesen, das Thema Anleihen, das wollte man ja eh anreißen, weil das ist ja genau der Punkt, ne? Dass du eben bei einer Anleihe, die in der Börse gehandelt ist, genau siehst, was dein Portfolio jetzt nach Meinung von anderen wert ist, das siehst du bei den P2P-Krediten nicht, ne? Ja. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was das so eine Anleihe denn ausmacht, warum wir es da sehen und warum wir es bei den P2P-Krediten eben nicht sehen.
Also wenn die P2P-Kredite wesentlich größer wären, also und wir dort noch einen aktiveren Zweitmarkt hätten, könnte man es dort durchaus auch sehen. Genau das ist nämlich das Thema. An der Börse gibt es einen Zweitmarkt, wo halt wirklich nicht ab und zu mal jemand eine Anleihe abstößt oder eine neue irgendwo abkauft, sondern wo relativ viel geschehen kann. Und dementsprechend wird über diese Zweitmarktfunktion, wenn irgendjemand von euch eine Anleihe kaufen will und ich will sie verkaufen, dann müssen wir uns am Preis irgendwo annähern. Und wenn wir nicht zweit sind, sondern tausende Teilnehmer dabei haben, dann sind die Preise eben relativ marktnah. Und ich kann auch recht genau sehen, wo denn der aktuelle Preis, nicht nur von dem Tag, sondern von der aktuellen Minute vom Markt eingesehen wird. Was da natürlich wichtig ist, wenn ich dann eine Anleihe habe mit einem Ausgabevolumen von 100 Millionen Euro, das ist an der Börse halt leider nichts. Da sind halt manchmal irgendwelche Riesenbonds dabei, die im Milliardensektor unterwegs sind. Und wenn ich ganz, ganz kleine Anleihen habe, im kleinen Emissionsvolumen, dann kann es natürlich auch sein, die Anleihen sind alle in festen Händen und es bewegt sich halt nicht so viel. Trotz allem werden an der Börse anhand sogar der Taxierung angeschätzt, wo Angebot und Nachfrage ungefähr zusammenkommen können. Und dann hat man auch bei illiquiden Werten am Tag mehrere Veränderungen, die sich der aktuellen Marktlage anpassen. Und so kann dann jeder einen Blick drauf werfen, was eigentlich heute die Anleihe wirklich wert wäre. Ich habe mal hier eine rausgesucht. Du darfst ja nichts nennen, aber ich darf hier was nennen. Ich habe mir die MOGO-Anleihe rausgesucht. Die MOGO-Anleihe kennen ja auch alle, die bei Mintos investieren. Der Anbahner, der Autokredite raushaut. Und da steht ja jetzt eine Zahl, da steht jetzt 84. Das ist ja nicht der Wert der Anleihe, ne? Nee. Also jetzt schön, dass du die Anleihe genannt hast. Da hätten wir es fast vorher absprechen können. Da hätte ich mir jetzt auch aufgerufen. Ich mache das mal schnell. Die Börse Stuttgart ist so, etwas langsam bei mir. Muss ich ein bisschen warten. Nein, Anleihen werden nur bis 18 Uhr gehandelt. Mach einfach den Podcast nächstes Mal früher. So. Nein, also ich habe jetzt die Anleihe auch mal vor mir. Da steht einmal ein Zinssatz, also ein Coupon von 9,5% drauf. Das ist erstmal das, was man jährlich bekommt. Ja, dafür, dass ich das Geld verliehen habe. Was ja auch wichtig ist, ein Emissionsvolumen von 75 Millionen Euro. Das ist halt wirklich im Anleihenbereich nix. Deswegen gibt es da wahrscheinlich so gut wie keine Umsätze im ganzen Ding. Und jetzt zu deiner Frage, wenn wir irgendwo aktuell eine Taxe von knapp 84 Euro, 84,50 haben. Das heißt, das ist die sogenannte Geldseite. Also eine Börse hat immer zwei Seiten. Zu einen kann ich was verkaufen, zu anderen kaufe ich und jetzt dürfte raten, klar, wenn ich was kaufen muss oder will, muss ich mehr zahlen, als wenn ich es verkaufen würde. Liegt aber nicht an uns, liegt am Markt. Und das heißt, wenn ich jetzt verkaufen würde, würde ich sie zu 84% verkaufen können. Ja. Prozent von was ist die Frage? Die Anleihe hat, ich schaue mal ganz kurz nochmal nach, nominal 1000 Euro. Ist das nicht heißt, normal 1000? Anleihe. Ich dachte immer, dass die alle 1000 sind. Leider nicht mehr. Komme ich gleich drauf. Leider nicht mehr. Ist ein großes Ärgernis für uns Privatanleger, aber erkläre ich gleich. Also die wäre jetzt mal schön mit 1000 Euro nominal. Und das heißt eben, ich kaufe sie nicht zu 100%, ich zahle also keine 1000 Euro dafür, sondern ich kaufe sie zu 84%. Ich muss also bloß 840 Euro zahlen. Das heißt aber auch, wenn alles gut geht, und die Anleihe bei Fälligkeit 10.07.2022 zurückgezahlt wird, kriege ich bis dahin halt schön brav meine 9,5% Zinsen und die Rückzahlung erfolgt zu 100%. Das heißt, ich habe hier eigentlich einen Kursgewinn von 84% auf 100, der durchaus interessant ist. Nur eins müssen Sie sich bedenken. Warum verdammt nochmal soll mir irgendjemand das Ding zu 84% verkaufen, wenn der Meinung ist, am 10.07.2022 kriegt er 100% wieder. Das ist eine gute Frage. Das war auch die Frage, ich habe Leute angerufen wegen Griechenland, zwei Tage vom Referendum, ob denn die Griechen ihre Schulden zurückzahlen. Da muss ich auch sagen, wenn das jeder glaubt, warum können sie jetzt die Anleihe zu 2% kaufen, wenn sie es in zwei, drei Tagen zu 100 zurückkriegen? Also dieser Preis spiegelt halt die Marktmeinung wider. Und 84 bei einer Anleihe, die noch knappe zwei Jahre läuft, ist ein Spiegelbild dafür, das ist jetzt nicht meine Meinung, das ist die Marktmeinung, dass eigentlich die Chance zu einer 100%igen Rückzahlung, naja, die ist sehr schwammig, sage ich doch mal. Also die ist nicht allzu hoch angesehen. Man spricht oft unter 85%, geht man schon fast von einem Ausfall aus am Markt. Aber deswegen haben wir auch eine jährliche Rendite von 20,88%. Das heißt, das sind diese 9,5 plus der Kursgewinn pro Jahr, den man rechnen könnte, wären 20,88 und das zahlt MOGO nicht bei seinen Mindestkrediten. Genau, ich habe gerade geschaut, für einen 12-Monats-Kredit 12,3% kriegst du im Moment. Ja, also das heißt, der Geber der Garantie, für den kriegen wir an der Börse theoretisch 20,88% und die Mintos-Kredite die MOGO-Kredite bei Mintos bringen wesentlich weniger aktuell. Aber die Frage ist, wo kriege ich denn so eine Anleihe her, wenn halt, wie gesagt, die 75 Millionen in festen Händen sind, da relativ wenig passiert, da haben wir wahrscheinlich tagelang keinen Umsatz, da brauchen wir einfach Geduld. Aber vielleicht zu einer zweiten Frage, die ich extrem wichtig finde. Du hast ja gemeint,
sind nicht alle Anleihen zu 1000 gelistet. Leider nein. Es gibt von der EU eine regulatorische Vorgabe, die besagt, wenn du Stückzahlen über 50.000 je Stück aufgibst, dann haben die Emittenten, also die diese Anleihen rausgeben, weniger Schreibarbeit, die haben weniger Verpflichtung, was ihre Prospektrichtlinien angeht. Also werden relativ viele Anleihen eben in diesem großen Bereich aufgegeben und viele Anleihen sind einfach, klar, wenn du das Geld hast, kannst du es auch machen, aber du kannst halt nicht so eine schöne Streuung aufnehmen. Ja, auf einmal Bordora kriegst du 1 Euro weißes Zeug und beim Anleihenbereich musst du halt häufig schon 50.000 bringen, um eine Anleihen kaufen zu können und dementsprechend die kleinen mit Volumen bei 1.000 pro Einheit sind leider seltener geworden. Sprich, man will mehr zu den institutionellen Anleger hin. Nicht mal, aber man sagt sich halt als Kreditnehmer, ich spare mir da vielleicht 150.000, 200.000 Euro, ein paar Rechtsanwälte und ein paar Dokumenten, die erstellt werden müssen und die Dinger kriege ich eh los, also die Anleihen werden eh gekauft, die interessieren sich einfach weniger für die Kleinanleger. Das ist richtig. Da können wir jetzt wieder ja einen schönen Sprung zurück machen zu unserem Blockchain-Thema, ne? Zu unseren tokenisierten Anteilen. Ja. Das ist ja ein wunderbarer Rücksprung. Genau, das ist ja das, was wir mit der, wie spricht man es richtig aus? Ethereum oder Ethereum Blockchain? Ethereum, da gibt es die zig verschiedene Ansprachen. Ether. Was wir jetzt bei Exporo ja schön gesehen haben mit den neuen Bestandsprojekten. Die hatten ja, ich habe die von relativ früh schon gekauft, die haben ja wirklich echte Anleihen auch ausgegeben. Eben deswegen auch zu ab 1.000 Euro. Ne? Mhm. Und seit kurzem haben sie eben auf der Blockchain basierende Anteile. Theoretisch, ich glaube, es gab einmal auch wirklich ab 1 Euro und mit einem so Mindestgebot von 10 oder 100 Euro, kommt immer drauf an. Also sprich aber in 100er Einheiten dann, also die kleinste Einheit ist wirklich 1 Euro, wo sie das dann nutzen, sparen sich komplett dann die Anleihe. Ich denke, das ist auch ein Kostenthema, plus die Handelbarkeit für uns ist dann natürlich trotzdem dann auch auf der Ebene deutlich. Also seit letztem Jahr haben wir regulatorische Vorgaben, dass auch wirklich Schuldverschreibungen auf Blockchain basieren können. Voraussichtlich dieses Jahr sollen wir das Ganze auch mit Eigentumsanteilen hinbekommen. Das heißt natürlich, es ist zwar erlaubt, aber erstmal brauchen wir die ganze Infrastruktur dazu. Und wenn wir heutzutage jetzt mal wirklich sagen würden, wir drücken den Reset-Knopf und starten eine Börsenlandschaft bei Null, würden wir bestimmt nicht so arbeiten, wie wir jetzt arbeiten, weil wir arbeiten jetzt momentan mit Clearstream Banking und irgendwelchen Systemen, die aus den 50er Jahren stammen, einfach sehr, sehr, sehr altmodisch. Und da ist einfach, sag ich mal, die Blockchain-Theorie und die Funktionsweise davon wesentlich moderner, effizienter. Ja, cut out the middleman. Wir werden da einige Sachen zwischendrin vielleicht auch später mal nicht mehr brauchen. Aber es wird definitiv die Zukunft sein, weil du einfach sagen kannst, zum Verwahren brauche ich einfach keine Gesellschaft mehr, die dafür Geld verlangt, sondern ich lasse es einfach auf der Blockchain verwahren. Und dann hast du auch du mal einen Grund, wo du sagst, okay, Blockchain machen da mal Sinn, weil du hast dann wirklich über deinen Token, den du gekauft hast, einen Nachweis, dass dir dieser Anteil in der Blockchain gehört. Und dieser Blockchain-Anteil kann ein 100-Millionstel der Mona Lisa darstellen, der kann irgendwann mal theoretisch auch einen Eigentumsanteil wie eine Aktie darstellen oder kann auch eine Forderung darstellen. Also genau, Blockchain finde ich durchaus, das verstehe ich auch und finde ich auch super interessant, also da nicht falsch verstehen, das Thema finde ich super, also da bin ich auch sogar investiert in dem Bereich. Nee, also das ist schon ein Punkt, aber ich sehe ja da auch durchaus, zum Beispiel würde ich jetzt heute auch nicht mehr unbedingt jemanden raten, noch ein Notar für einfache Fälle werden zu wollen, weil das ist ja auch eine Ecke, dieses ganze notarielle Zeug, das könntest du auch wunderbar damit abbilden. Ja, in manchen Ländern, ich glaube im Baltikum gibt es digitale Grundbücher, da wird es durchaus funktionieren. In Griechenland hat man gar kein Grundbuch, da wird es halt schwierig. Aber theoretisch, ja, du könntest so ein Smart Contract, jetzt sind wir wie bei dem Ethereum, dafür aufsetzen, dass wir dann, jetzt werden wir Notare dabei haben, gleich alle aufschreien, geht doch nicht, irgendjemand muss doch vorlesen, was du tust. Ja, aber, wir sind natürlich naiv hier, aber trotzdem so genau, eine Grundidee. Sachen, könntest du wirklich sagen, hier, da ist der Smart Contract, der besagt, sobald ein gewisser Betrag X in Ethereum auf dem einen Konto eingeht, wird automatisch die Übertragung des Eigentumsrechts im digitalen Grundbuch angestoßen und du brauchst kein Notar mehr, das einfach sagt, ja, Geld ist da, ja, Übertrag ist auch da, jetzt tausche ich das Ganze aus. Das kann zum Beispiel dann irgendwann obsolet werden oder was wir vor kurzem, wir haben eine Studie veröffentlicht mit Bosch und mit Daimler Finance zusammen, dass wir sagen, okay, es wäre theoretisch auch recht gut möglich, zum Beispiel einen Fuhrpark über die Blockchain abzuwickeln oder auch eine Maschine, einen Maschinenpark, wo du einfach sagst, du kriegst dort, sobald das Ding benutzt wird, kriegst du auch einen Anteil als Eigentümer, den du über die Blockchain gekauft hast und kannst dich darüber eben einmal als Unternehmen diesen Fuhrpark finanzieren, aber auch als Investor kannst du sagen, ich will nicht in die ganze Firma investieren, ich möchte genau in diesem einen Bereich investiert sein. Auch das kann dann mittelfristig durchaus mal möglich sein. Ja, finde ich spannend.
Die Ideen sind auch, also wir sind noch ganz, ganz weit am Anfang. Das ist genauso wie, würde ich mal behaupten, Internet in den 80er Jahren. Da gab es dann ein paar, die kannten das schon so ganz, ganz grob. Für die meisten war das noch total verschwurfeltes Zeug. Wir sind noch relativ früh am Anfang und keiner kann sagen, es wird definitiv alles so kommen. Wenn ich das wüsste, sorry, ich mag euch Jungs, aber wenn ich nicht sitzen hier, dann würde ich mich schon reich rechnen. Aber man muss halt sagen, die Chancen, dass da durchaus noch einiges geschehen kann und wird, sind sehr, sehr groß. Das haben wir an Lars abgehängt, gell? Nee, ich bin eben kurz beim Thema Anleihen eingeschlafen, aber jetzt bin ich wieder wach. Hallo, als P2P ist doch ähnlich wie Anleihen, warum schläfst du da ein? Ja, das ist ein Last Year. Ja, aber in der Börse ist ja nochmal ein anderes und unsexy Thema. Aber du hast eben gesagt, dein Kryptoanteil ist ja aktuell viel, viel zu hoch. Wenn du aktuell in der jetzigen Zeit ein Musterportfolio hättest, wie würde das aussehen? Natürlich keine Anlageberatung, aber... Ich habe eigentlich immer vorgehabt, Krypto sollte nie zweistellig werden, war bisher so mein Gedanke. Also jetzt habe ich zwei Probleme, entweder lief Krypto zu gut oder ich habe zu wenig ins andere investiert. Eins von beiden könnt ihr euch selber ausrechnen, weil es halt trotz allem noch eine sehr, sehr hohe Wette in die Zukunft für mich ist. Also das ist, sage ich, würde ich fast noch zum Teil spekulativer einschätzen als einige P2P-Sachen. Aber ich sehe das Risiko, gar nichts zu tun, größer als das Risiko, was zu tun und dann vielleicht Geld damit zu verlieren. Und deswegen... ich glaube, ich muss mir jetzt einfach zurechtfinden, dass ich zukünftig sage, Krypto bis zu 10%, also auch schon zweistellig, ist okay, damit komme ich zurecht. Alternativ dazu müsste ich halt einfach beim Rest viel, viel mehr noch investieren, um dann das Ganze wieder nach unten zu drücken, dass der Kryptoanteil nicht so groß ist. Und da bin ich momentan nicht ganz so interessiert dran. Wir werden vielleicht nachher noch ein bisschen über Sachwerte sprechen und Inflation und vielleicht über Börsenwerte. Da kann man mal sagen, wie ich das so vielleicht, also mir vorstellen würde, wenn ihr mich privat fragen würdet und du das nachher hier rausschneidest, so ähnlich vielleicht mal. Ah ja, okay. Und sagen wir mit dieser App-Lösung, also eurer Bison-App, wir müssen die Werbung unterbringen, dass du ja auch reden darfst, mit der kann ich mich quasi, registriere ich mich einmal, so wahrscheinlich mit Postident-Verfahren in modernen und dann liegt das Zeug aber nicht bei mir, ne? Dann liegt es in... Also genau, es gibt so ein Video-Ident, so das Klassische, hier heben Sie mal einen Ausweis hin und drehen Sie mal, nein, anders, immer noch nicht. Und irgendwann sehen Sie das Hologramm, da hat es funktioniert. Und wir haben da auch nicht nur einmal den Handel, also mit 5 Kryptowährungen, sondern es gibt dort auch die treuhändische Verwahrung. Das heißt, wir haben da wirklich ein sogenanntes Cold Storage, also dass die Kryptowährungen losgelöst vom Internet ganz sicher verwahrt sind und nur ein kleiner Handbestand vorne liegt, mit dem gehandelt werden kann. Und du kannst zum Beispiel auch bei Bitcoins das Zeug dir einfach auf deine eigene private Wallet auch schieben, wenn du möchtest. Ah, okay. Also der erste Punkt war einfach gedacht, ich habe 2016 mit Kryptowährung angefangen und ich habe mich echt geschämt, wie lange ich gebraucht habe, eine Order aufzugeben, weil ich mit so vielen Fehlermeldungen gekämpft hatte. Es war einfach schwierig. Heute ist es schon, auch die Mitbewerber haben sich schon wesentlich verbessert, aber damals haben wir uns gedacht, es muss doch auch einfacher gehen und haben deswegen ein Tool entwickelt, das relativ simpel, einfach, griffig ist, auch extra mit der App angefangen. Wir werden auch dieses Jahr auch eine Desktop-Version davon liefern und einfach vor allem die Einsteiger abzuholen. Wir haben auch ein neues System, wo man wirklich auch handeln kann über eine Börse, nennt sich BSDEX. Auch die haben wir ins Leben gerufen, jetzt seit einiger Zeit. Also wir bieten für beides. Einmal für den professionellen Trader, der wirklich mit Chartanalyse und haben will und auch ganz klassisch einfach für jemanden, der sagt, ich will mir jetzt ein paar Coins kaufen und die entweder liegen lassen, weil ich einfach mir das nicht zutraue mit irgendwelchen Wallets und Co. Ich weiß, wenn jetzt hier viele dabei sind, die sich schon so lange mit Krypto beschäftigen, not your key, not your coins, alles klar, aber es gibt halt einfach auch ganz, ganz viele, die sich davor scheuen, irgendwo selber privat was zu machen und man muss halt ganz klar sagen, Passwort vergessen und zurücksetzen ist da halt nicht. Ja. Wenn ich nicht gut vorbereitet habe und den Seed nicht aufbewahrt und, da ist das Zeug halt weg. Ich mache mit geht man davon aus, dass fast so ein knappes Viertel der Bitcoins wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen irgendwo verschollen ist, weil sie am Anfang der Zeit da waren und keiner mehr die Keys dazu hat. Fertig. Klar. Und das Risiko ist auch groß. Ich habe diese Revolut-App, da könnte ich das Zeug auch kaufen, habe ich jetzt gesehen gehabt. Also, die bieten prinzipiell, also es gibt schon mehr, die das auch anbieten. Ja, das definitiv. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir sind die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, Krypto-Sachen zu handeln, das wäre ein bisschen eigenartig. Nee, aber halt nach deutschen Regulatorien, und das ist das Schwierige dran, wir hätten natürlich das Ganze irgendwo auf Zypern oder Malta machen können, da wären wir schon wesentlich früher rausgekommen und hätten auch viele Sachen machen können, die wir jetzt einfach langsam und zäh machen müssen. Allein schon, dass wir Krypto-In, also dass du deine Bitcoins auch bei uns verwahren darfst, die du woanders gekauft hast, war wegen deutschem Geldwäschegesetz ein relativ großer Schwung, das irgendwie durchzusetzen. Aber wir haben gesagt, nee, auch das ist ein Punkt, einmal die Komplexität, aber auch das Vertrauen, weil man halt in dem Land nicht mehr Urlaub machen möchte und das Recht nicht sein Geld hinschicken will. Ich weiß, Lars hat da weniger Probleme mit. Aber für viele ist auch das ein Grund, dass sie sagen, nee, ich will das irgendwo in Deutschland reguliert haben. Deswegen haben wir es eben gemacht.
Du hattest eben schon mal angerissen, zu was zählst du die? Zählst du die zu den Sachwerten oder eher zu den Fantasiewerten? Das ist jetzt natürlich frech, weil es ist immer schön, wenn ich sage, bei Bitcoin könnt ihr, werden eure Kryptowährung physisch verwahrt, also die Einsen und die Nullen. Es ist schwierig, aber ich sage mal ganz klar für mich, weil es einfach einen gewissen Inflationsschutzcharakter haben kann, ich hoffe, das war jetzt schön umständlich beschrieben, zählt es für mich schon gewissermaßen auch als Inflationsschutz, also als Sachwert rein. Mhm. Also gerade Bitcoin vergleiche ich wirklich ganz gern mit Gold, weil ich beides gleich nützlich oder gleich unnützlich finde. Bei P2P muss man sich eigentlich einig sein, da haben wir nämlich eben keine Sachwerte, ne? Ja, definitiv. Das stimmt. Nochmal gerade zurück bei Bison. Das Problem ist ja bei Bison immer noch, dass ihr keine Limit-Order oder dass wir keine Limit-Order setzen können. Geht das mit dieser, was hast du gesagt, BDEX oder BSDEX? Ja. Warum geht das nicht mit der Bison? Oder wird das irgendwann mit Bison gehen? Weil auf dem Handy ist natürlich, man muss sagen, noch eine Anmeldung haben. Also muss Folgendes sagen. Wir müssen natürlich auch gucken, alles, was wir entwickeln, muss sich ja irgendwo rentieren, muss man auch ehrlich sagen. Und deswegen wird erstmal geschaut. Wir haben jetzt ja diese Push-Funktion, dass du sagen kannst, wow, toll, du gibst hier ein, bei dem Limit soll es bei dir piepsen. Und wenn es nachts um 4:30 piepst und dann kannst du eine Order aufgeben. Wir wollten einfach mal gucken, wie viel Kunden denn wirklich danach gehen. Also wirklich zu sagen, ich setze eine Grenze, da möchte ich kaufen. Und das ist jetzt der erste Test. Und wenn wir halt nach einer gewissen Zeit sagen, okay, das sind schon ganz schön viele, die das haben wollen, dann wird definitiv auch der nächste Schritt kommen müssen. Also wir haben sicherlich einige Sachen auf der Pfanne, was kommen wird und muss. Ganz klar, wir brauchen mehr als nur 5 Coins, das muss auch definitiv kommen. Eine Limit-Order oder eine Stop-Order sollte auch irgendwann kommen. Jetzt was ich mir wünsche als Kunde, das heißt nicht, dass es kommt, ich hätte ganz gerne so eine Art Sparfunktion, wo ich sage, jeden Tag für 50 Cent Bitcoin kaufen, weil du hast ja keine laufenden Transaktionskosten. Das finde ich zum Beispiel mal ganz charmant, aber das geht mit der Zeit vielleicht alles mal, aber bei der BSDEX kannst du jetzt schon Limit-Orders aufgeben, Stop-Orders aufgeben, sogar aus dem Chart raushandeln. Das heißt, prozentuale Kosten gibt es dann, ne? Also da müsst ihr auch verdienen. Also bei Bitcoin ist es einfach, bei Bison ist es so, dass wir maximal 1,5% Spread links und rechts haben. In den meisten Fällen sind wir irgendwo bei 0,7%. Okay. Dafür aber keine sonstigen Kosten, also keine Einzahlung, keine Verwahrung, keine Auszahlung, also nichts irgendwo sonst versteckt, das halt manchmal auch sein könnte. Also die Verwahrung quasi, die ist auch dauerhaft kostenfrei. Die ist kostenfrei, genau, richtig. Okay. Ja. Ja, aber wer lässt denn schon Geld auf Bison liegen? Jetzt kommt er gleich wieder. Das ist sofort weg. All die eine deutsche Verwahrung haben wollen. Also die verwundlicherweise wirklich gar nicht so gering. Zugriff. Gut, also ganz ehrlich, jeder, der behauptet oder glaubt, dass man mit Kryptowährung unsichtbar ist, da sollte sich halt im Klaren sein, du hast immer eine Schnittstelle, die du sehen kannst, das ist Krypto in Euro und da gibt es immer irgendwelche Spuren, die theoretisch nachvollziehbar sind. Ich glaube, da gab es sogar schon Studien, die gesagt haben, dass ganz großer Teil der ungeraden Zahlen, also wenn du irgendwie Komma und du kannst halt sagen, 90% der Überweisungen sind halt 50, 95, also gewisse klare Zahlen und ein ganz großer Anteil der Transaktionen, die eben Komma 24, Komma 32, gehen wahrscheinlich auf Kryptotransaktionen zurück. Also selbst darüber kann man schon was herausfiltern, wenn man denn wirklich möchte. Also ich zahle nicht gerne Steuern, aber andererseits, ich bin froh, dass ich es tun darf, weil dann habe ich irgendwo was verdient. Und bei Bitcoins ist es ja eh noch recht gut, wenn man nicht eben zu kurz dabei ist. Ich darf keine steuerliche Empfehlung machen. Lars, wie sieht es denn aus, wenn ich Bitcoins länger als ein Jahr halte? Da kannst du vielleicht was sagen. Ich darf ja nicht. Naja, wenn du die länger als ein Jahr hältst, dann sind sie prinzipiell steuerfrei, wenn du sie dann verkaufst. Also, dann ist es natürlich noch einfacher, Steuern zu zahlen, wenn man nichts zahlen muss. Ja, und ist das wie beim Gold dann, oder? Wahrscheinlich. Ja, genau, wird aktuell gleich gesehen. Das Einzige, was halt dagegen schlägt, das ist das Lending, wenn du das nutzt, oder das Staking, dann hast du halt, dann erhöht sich das halt auf 10 Jahre. Wobei das, glaube ich, nicht so hundertprozentig geklärt ist, aber das ist, glaube ich, so aktuell, ja. Weil das ja nicht bei dir gehört, sondern du hast es aus der Hand gegeben. Quasi, oder? Gute Frage, keine Ahnung. Ich ist dann wie bei, nicht. Da ist es wahrscheinlich wie bei nicht selbst genutzten Immobilien. Ich glaube, da ist es auch C. Ja, aber jetzt rutscht die Steuern ab. Ich darf zu Steuern nichts sagen. Pfui. Wir auch nicht. Wir sind, bevor uns ein Steuerberater zuhört und nur verklagt. Also wir plaudern ja nur, was wir denken und meinen, aber wir geben überhaupt keine Empfehlung. Aber wir wissen ja eh nichts. Wir wissen eh nichts. Perfekt. Sind wie dumm. Ja. Das macht es dann einfacher für mich. Dann kann ich wieder weitermachen. Wo wir gerade beim Lending waren und Peer-to-Peer etc., wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, momentan ist Staking und Lending im Kryptobereich ja auch der Hype. Ich meine, die Börsen bieten das jetzt auch an, Kraken hat das jetzt auch und was ist mit der Börse Stuttgart? Ist das auch ein Thema für euch irgendwann? Also richtig, Kraken ist keine Börse, ist einfach ein Handelsplatz. Das ist wichtig, weil das sagt man ganz gerne, aber eine Börse ist was Reguliertes und Kraken ist gerade meilenweit davon entfernt.
also bisher bei uns noch nicht die Überlegung dazu gekommen, wobei ich sagen muss, beim Lending, bei den Renditen, die da manchmal rauskommen, wir haben es schon länger mal drüber gehandelt, Lars, aber bisher, ich habe mich einfach noch nicht dazu aufruppeln können, weil ich einfach sage, zum einen habe ich da solche Kursschwankungen in den Kryptos und das für eine gewisse Zeit irgendwo für eine Lending-Geschichte abzudrücken, weiß ich nicht, ob ich es machen kann. Aktuell konnte ich mich nicht so hinreißen. Beim Staking bin ich durchaus aber ein Freund davon. Ich habe ja gerade angesprochen, dass es bei Ethereum jetzt schon angefangen wird, anstatt das Ganze über kryptische Rätseln, über andere Verfahren zu minen, und es wird genau dieses Proof of Stake sein oder Proof of Stack. Das finde ich dann wirklich interessant. Also anstatt teures Geld in Recheneinheiten Strom zu investieren, hinterlegst du dann Ethereums und kriegst dafür einen gewissen Ertrag gut geschrieben, und weil dann einfach das Mining nicht mehr auf gut Glück, wer löst das Rätsel als erstes, sondern jeder, der einfach Ethereum stackt, kriegt dann auch was gut geschrieben dafür. Das finde ich ziemlich charmant und vor allem auch für die Umwelt sicherlich besser als eben Energie verbrennen wie manches Land. Ja. Ja. Was du jetzt eben angesprochen hast mit den Zinsen etc., das ist dir zu hoch, ja, wenn die jetzt irgendwie 20% anbieten bei irgendwelchen Lending-Plattformen. Ich weiß, das klingt total bescheuert, wenn jemand sagt, die Zinsen sind dir zu hoch, aber ich sag nochmal, Zinsen sind immer natürlich klar ein Maß für das Risiko. Das klingt ganz altmodisch. In meiner alten Bankausbildung hast du mal gehört, es gibt eine Anlagedreieck. Du hast die Rendite, du hast die Sicherheit und die Verfügbarkeit. Und wenn ich jetzt irgendwo halt höre, die Rendite ist bei 20% und ich komme im Monatstakt dran, ist beides noch, also die Rendite ist bombastisch, im Monatstakt rankommen, finde ich eigentlich auch ganz gut noch. Dann sind aber beide Sachen so gut, dass das dritte, die Sicherheit, einfach in Mitleidenschaft gezogen werden muss, weil sonst hast du die eierlegende Wollmilchsau gefunden. Und dann stelle ich mir halt die Frage, was mache ich noch an der Börse, warum tue ich nicht nur sowas tun? Also tun, das klingt jetzt komisch. Meistens mit den 20%, da reden wir ja von Coins, die jetzt eher unbekannt sind. Also ja. Bitcoin wird jetzt nirgendwo für 20% verleihen können und genauso wenig Ethereum. Die sind eher so bei 5-6% rum. Ja. Ja, das ist dann schon realistischer. Aber halt bei den Coins für 20% habe ich halt auch viel, viel mehr Risiken, was die Schwankungen angeht, finde ich dann, weil die ja echt schnell ins Bodenlose versinken können. Ja gut, Risiko sind wir gewohnt. Ja, ich sag mal, für mich ist auch wichtig, wenn ich verstehe, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Und wenn ich jetzt sage, jemand Bitcoin, weil er halt zum Beispiel die Bitcoins an Leerverkäufer sonst irgendwas verleihen möchte, wenn ich halbwegs hinterschauen kann, wie die dann wirklich an mir die 5% erwirtschaften möchten, das ist für mich halt persönlich sehr wichtig, dann könnte ich es mir durchaus vorstellen, das sind auch Beträge, wo ich sagen kann, ja, die sind irgendwo greifbar. Aber wenn es halt für mich extrem dubios ist und ich nur Nebelkerzen sehe und ich einfach am Schluss nicht erkenne, wie ich das Geld verdiene, gerade in dem Bereich gibt es halt unglaublich viel Betrügereien auf dem Markt. Ich nenne jetzt keine Namen, aber da würden mir spontan ganz viele anfallen, die komischerweise sogar damit werben, zwei Häuser weiter neben der Börse ihre Hauptsitzniederlassung zu haben. Und ich weiß, da ist keiner. Also dann werde ich einfach vorsichtig. Ja. Und wenn solche Dattelbuden irgendwo ihre eigenen Coins an den Mann bringen wollen und mir Renditen versprechen, wo ich sage, schön, warum arbeite ich eigentlich noch? Dann werde ich einfach hellhörig. Also da einfach jeden Augen auf, sich wirklich sicher sein, sehr, sehr gut recherchieren. Und dann kann man auch mal, klar, man kann es mal testen und als Testballon auch ansehen, warum denn nicht? Aber nicht all in und sich danach wundern, dass es die niemals gab. Und alle sind weg. Das ist auch doof. Genau, das ist ein schönes Stichwort, was du da sagst. Also die können halt tatsächlich von heute auf morgen weg sein und ist halt vorbei für dich. Und tatsächlich, wie du schon eben sagst, weiß tatsächlich bei vielen nicht, die verdammt nochmal ihr Geld verdienen. Ja, ist der Wahnsinn. Also die Transparenz ist da wirklich noch an der Tagesordnung. Aber das wird sich auch ändern. Da bin ich vielleicht arg oldschool-mäßig unterwegs. Also auch wenn ich Aktien kaufe, möchte ich halt ungefähr, da weiß ich auch nicht, ich bin ins kleinste Detail, aber ungefähr wissen, wie verdienen die ihr Geld, was machen die besser als die Konkurrenz, was haben die auf der Pfanne für die Zukunft. Das sind für mich so Fragen, die ich mir stelle, bevor ich in eine Aktie investiere. Und wenn ich solche ähnliche Fragen eben auch im Krypto-Landing-Bereich anwende und schon bei der ersten Frage sagen muss, weiß ich nicht, bei der zweiten sage ich auch, weiß ich nicht, dann höre ich halt irgendwann auf, weiter nachzuschauen. Das sind einfach dann vielleicht mit 1-2% vielleicht mal sagen, komm, ich probiere es mal, aber das wäre das maximale Gefühl. Ich glaube, wir haben das Krypto-Thema jetzt schon ganz gut ausgeleuchtet für heute. Ne? Könnten wir uns noch ein paar Stunden drüber unterhalten, aber gut. Ich habe hier noch was auf der Liste stehen, was ich jetzt gar nicht mehr weiß, was wir damit gemeint haben. Was haben Derivate mit P2P zu tun? Das war ein Einwand von mir, wo ich am Anfang mal gebracht habe, was viele vielleicht gar nicht wissen. Also gerade im Derivatemarkt, Verbriefe-Derivatemarkt, war es ja eigentlich der Ursprung so, dass Banken Risiko in ihren Büchern hatten, irgendwelche Geschäfte, die ihnen zu heiß wurden und diese dann schön verpackt haben und am Zweitmarkt, zum Beispiel über die Börse, verkauft haben. Und ich finde, der Vergleich. Also Derivate sind die Schuldverschreibung quasi.
Zum Beispiel Schulden oder was ist so eine Derivaten, was wir zum was Beispiel, greifbar es kann ist. Zum Beispiel, genau, es kann zum Beispiel sowas sein. Es kann auch ein Termingeschäft sein, dass du eben irgendwelche Ware in der Zukunft kaufst oder verkaufst und jetzt schon den Preis dafür ausgemacht hast. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber für mich ist es manchmal ähnlich. Das eine ist die Verbriefung von Risiken, die ich eh bereits im Buch habe. Ja, verbrieftes Derivat zum Beispiel. Oder die Verbriefung auf Mintos für meinen Krediten, die ich einfach weggeben möchte und ich eben nur noch 10-15% selber halten muss und dadurch halt auch, sag ich mal, mein Volumen aufblähen kann, weil ich eben viel mehr Transaktionen tätigen kann, als wenn ich eben das ganze Zeug in meine eigenen Bücher stehen lassen muss. Und deswegen finde ich den Vergleich, wenn man mal schaut, wie Derivate ursprünglich gekommen sind. Viele Derivate waren wirklich da, Banken haben große Risiken gehabt, sie wollten es irgendwie loswerden, haben sie nett verpackt, einen schönen Marketingnamen draufgeklebt. Das war ursprünglich. Heute gibt es wirklich viele Derivate, die echt zum Teil leichter sind, als irgendein P2P zu verstehen. Aber der Ursprung kam häufig daher, Risiken verpacken, an private Leger und an andere Investoren verkaufen. Und genau das Gleiche passiert ja auch auf P2P-Plattformen, dass viele eben die Risiken, die sie in den Büchern haben, irgendwelche Schulden von irgendwelchen Autokäufern oder sonst irgendwas, eben nicht komplett selber in ihren Büchern haben wollen, sondern nur einen Teil davon und den Rest verkaufen sie über Plattformen. Daher die Idee hier, P2P-Derivate, dass sie durchaus auch Gemeinsamkeiten haben. Die Lehman-Zertifikate. Ja, zum Beispiel, wobei Lehman muss man auch sagen, es gab, also wir hatten zum Thema, zum Zeitpunkt, als Lehman pleite gegangen ist, gab es 1,4 Millionen verbriefte Derivate bei uns an der Börse Stuttgart und genau 3 Lehman-Zertifikate, von denen keins ein halbes Jahr lang davor gehandelt wurde und keins im Qualitätssegment drin war, wo eigentlich 98% aller Zertifikate drin sind. Auch da hat wahrscheinlich der arme Sparkassenverkäufer weniger Ahnung davon gehabt, als die Oma auf der anderen Seite, dem er das Ding verkauft hat. Und was passiert dann in Deutschland? Dann schlägt das ganze Pendel genau in eine andere Richtung um. Jetzt muss jeder Banker halt vorher erstmal ein Telefonbuch ausfüllen, bevor sich mit dem Kunden über irgendwas unterhalten darf. Also, ja. Ja, aber das waren zum Beispiel Zertifikate, richtig. Ich weiß gar nicht, ob du das sagen darfst, aber hast du Derivate in deinem Portfolio? Immer wieder mal. Also wenn ich echt? Wirklich mal ganz okay. kurzfristig, wenn ich mal wirklich ganz kurzfristig die Marktmeinung habe und sage, jetzt glaube ich aber, da könnte sich nächsten 2, 3, also wirklich zocken will. Ganz wichtig, wenn ich investiere im Normalfall nur, das ist für mich wirklich sehr, sehr langfristig. Aber wenn ich mal der Meinung bin, ich bin jetzt bereit, meinen gewissen Betrag zu setzen und glaube, ich habe das richtige Gespür, ich habe die richtige Meinung, dann nehme ich durchaus mal ein Derivat rein, aber halt nicht irgendwas Hebel 100, also nicht irgendwas, wo halt unglaublich durchschlägt, weil das schlägt halt genau in die andere Richtung durch, da halt mit einem Hebel 4 oder 5, dass das immer noch scharf genug ist, das heißt also, wenn zum Beispiel die Aktie um 1 Euro sich bewegt, hätte ich halt 5 Euro verdient oder halt verloren, wenn sie in die falsche Richtung sich bewegt, passiert ab und zu, aber das ist vielleicht im Jahr 3-4 Mal maximal. Da ich ja mit P2P wette, brauche ich sowas dann nicht. Ja, da hast du meistens genug Bewegung drin, genug Hebel. Genau. Wir hatten noch denn drauf das Thema, wer Beratung bei Geldanlagen braucht, darf sich an dich wenden. War das so oder wie war das? Nein, also zum einen, ich weiß auch nicht, was man richtig machen soll. Ich kann halt nur sagen, wie ich es halt bisher gemacht habe. Ich habe Glück gehabt, aber das Schlimmste, glaube ich, ist, irgendjemand nur hinterher zu rennen und jedes Mal auf ein Update zu warten. Weil selbst wenn ich jetzt sagen würde, kauf die oder jenige Aktie und die geht sogar um 20% hoch, was macht ihr dann? Ruft er mich da wieder an und fragt, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Also das macht ja keinen Sinn. Also ich finde, wenn man sich, entweder man verlässt sich halt komplett auf seinen Bankverkäufer oder Berater, dann ja, kann man durchaus tun. Oder man nimmt sich die Zeit und macht sich selber schlau, denn was halt, und da muss die Bank auch mal verteidigen, ganz ehrlich. Was zahlt ihr denn? Wisst ihr das, was ihr zahlt, wenn ihr euer Auto in die Werkstatt bringt? Da zahlt ihr auf die Stunde. Das sind ja, ich würde mal behaupten, so zwischen 100 und 250 Euro, je nachdem, was für eine Marke ihr fahrt. Und die Bankberatung ist halt komplett umsonst. Und es ist halt nicht. Dafür zahlen wir halt auch irgendwo was. Und entweder du schraubst im Auto selber, oder du machst halt deine Geldanlage auch selber. Du musst halt auch Zeit investieren und dich selber schlau machen. Oder brauchst du auch keinen Fremden. Ja, aber das wollen wir Deutschen nicht. Im angelsächsischen Bereich ist es ziemlich üblich, aber in Deutschland, wir haben ja die Quirinbank zum Beispiel, da werde ich jetzt nicht gesponsert, das ist einfach der einzige in Deutschland, der durchaus auch Honorarberatung anbietet, aber irgendwie die Deutschen wollen sowas nicht. Das ist dann, und dann gibt es natürlich ganz klar Family Offices, Vermögensverwalter, Vermögensverberater und so weiter und so fort. Aber das sind jetzt halt Beträge, wo du und ich, also ich zumindest, nicht irgendwie. Ich auch nicht. Sonst würde ich nicht mit dir reden hier. Aber ein Privatier wie den Lars vielleicht, den würden sie wahrscheinlich stimmt, aufnehmen. Stimmt, ja, das kann sein. Ging dann sicherlich. Also das ist auch noch eine Möglichkeit. Oder genau das. Man muss halt aber auch, das ist aber auch ein Thema, wenn ich selber mache, was ich ganz, ganz wichtig finde. Es darf durchaus Spaß machen, aber Geldanlage ist Arbeit. Und deswegen muss man sich auch, wenn ich selber mache, einen Plan machen. Ich muss stringent sein, ich muss streng vorgehen und mache nicht heute mal dies und morgen mal das. Und nach 2 Jahren weiß ich jetzt nicht mehr, warum habe ich gewonnen, warum habe ich verloren. Ich finde es halt wichtig, dann brauche ich auch
ich habe einen Plan, ich muss es mir aufschreiben und ich muss immer wieder mal challengen, wie es so schön heißt, oder reflektieren, läuft der Plan noch oder muss ich mir überlegen, dass ich es anders machen muss? Ja, das mit der Arbeit habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber du wirst schon wissen, was du meinst. Nein, also weil ich kenne halt immer wieder Leute, die sagen, oh, Börse ist mein Hobby. Ja, Arbeit kennst du eh nicht, ich weiß. Ach, was sage ich denn? Also darf auf jeden Fall keinem Anlageguru hinterherrennen und alles genauso machen. Wenn der, also ich schaue mir gerne mal Videos an, ich lese gerne mal ein Buch und dann mache ich mal selber meine Gedanken drüber und wenn ich sage, ja, das kann ich nachvollziehen oder ich finde es gut oder ich kombiniere zwei Sachen, super. Aber einfach nicht blind hinterherrennen, weil dann kann ich mir gleich irgendeine Premium vorkaufen, der auch nicht funktioniert. Ich habe gerade von Martin Weber das Neue gelesen. Das fand ich tatsächlich nicht schlecht. Was noch denn Martin Weber? Ja. Sagt der was, oder? Sagt mir jetzt nichts, Nee, peinlich. Die Genial-Einfach-Vermögensstrategie. Martin Weber, das ist einer der Aero-Konstrukteure. Ich muss auch sagen, also das letzte Finanzbuch, das ich gelesen habe, ist aber auch schon fast 10 Jahre her. Das ist schon Weiche, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gebe ich zu. Das ist so. Zu viel zur Weiterbildung. Ja. Die mache ich am offenen Herzen. Müssen wir das Budget mal vielleicht ein bisschen umswitchen statt teure Mikros, vielleicht ein paar Bücher. Ne? Da gib schon mal die Durchwahl von deinem Chef, das gleich mal mit dem. Na, so schlimm kann es dann auch nicht sein. Das Mikro ist super. Das ja, danke sehr. Eigentlich war das noch eine Steilvorlage für dich. Du wolltest auf irgendeinen Club hinweisen. Was heißt Club? Also was es halt noch gibt, wenn man halt sagt, ich bilde mich weiter, dann musst du halt versuchen, Gleichgesinnte zu finden. Ich meine, heutzutage ist es ja wirklich über Internet, über YouTube, über Podcasts wirklich super einfach. Als ich überlege, ich habe 1998 angefangen mit Börse, mich selber beschäftigen, da warst du halt noch ein Alien, weil du echt alleine unterwegs warst. Da gab es kaum irgendjemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und wenn jemanden angesprochen hast dazu, wurdest du mit großen Augen angeschaut. Und was du jetzt gemeint hast, wir haben als Börse Stuttgart haben wir einen Anlegerclub schon seit, ich glaube, oh Gott, 5, 6, 7 Jahren gegründet, wo wir einfach sagen, wir wollen da verschiedene Anleger zusammenbringen, die sich auch selber mal unterhalten können. Wir machen verschiedene Veranstaltungen, Seminare und so weiter. Natürlich kostenfrei das Ganze, weil wir einfach sagen, wir brauchen in Deutschland Aktionäre. Warum sagen wir das? Ja, weil wir einfach Kunden brauchen. Und da sind wir in Deutschland noch ziemlich weit hinterher. Und wer der Interesse hat, einfach mal anlegerclub.de nachgucken und bei uns vorbeischauen. Jetzt habe ich fast diese Steilvorlage versammelt. Vielen Dank. Ich tue ja alles hier für unsere Gäste, ne? Ein letztes Thema hatte ich noch aufgeschrieben gehabt, habe ich mal mit ihr im Vorfeld diskutiert. Für die, die ja in Ramsch-Anleihen investieren wollen, über was breit gestreut ist, da gibt's einen ETF, den du nicht nennen darfst, ich aber nennen darf. Es gab auch mal vom Gerd Kohmer einen Beitrag zu dem Thema Schwellenländerstaatsanleihen oder auch, das sind, glaube ich, nicht nur Staatsanleihen, sind, meine ich auch Unternehmensanleihen mit dabei. Genau, und das ist natürlich dann so ein Sammelsurium für unter Investment-Grade gerateten Kredite und wohl auch nicht so stark korrelierend bislang mit den sonstigen Indizes. Also ist wohl ein durchaus interessantes Produkt. Ja, aber Problem ist, er ist halt in US-Dollar notiert. Genau, das Währungsrisiko haben wir damit, ganz klar. Also es gibt ETFs, vielleicht ganz kurz einfach eine Mischung, wenn jemand sagt, ich mache nicht das ganze Arbeit selber, sondern ich lasse die Arbeit jemand machen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, gerade im Anleihenbereich ist es häufig so, dass die Stückelungen gar nicht für uns Privatleger geeignet sind. Und dann gibt es einfach ETFs, die bündeln das Ganze. Und den du jetzt angesprochen hast, ist einfach einer, der eher auf Emerging Markets setzt, wie man so schön sagt. Also wirklich Schwellenländer, die halt auch ganz anderes Zinsniveau als wir bei uns haben, aber halt in US-Dollar notiert ist und jeden Monat sogar kleine Ausschüttung von sich gibt, was natürlich auch interessant sein kann, ist durchaus vielleicht als kleine Beimischung auch mal interessant, vor allem wenn man sagt, ich will mal eine Anleihe haben, ich will ein bisschen mehr Zinsen dafür haben, ich weiß aber nicht welche und mir ist bewusst, dass auch Währungsrisiken durchaus mal die Rendite verhageln können, weil das ist ganz, ganz wichtig. Man unterschätzt es ganz, ganz schnell, wie extrem wichtig die Währung sein kann. Merkt man jetzt vielleicht langsam auch, wenn man sich amerikanische Aktien anschaut und den Kurs in Amerika anschaut und bei uns, wenn der Euro einfach zu stark wird und der Dollar zu schwach, dann spürt man es auch bei den Aktienkursen. Ja, aber ich hab den auch im Portfolio, ich fand den durchaus interessant, weil das halt auch einen Markt abdeckt, den wir jetzt mit unseren P2P-Krediten ja auch gar nicht kommen. Also wir kommen an keine amerikanischen Plattformen ran. Und wir kamen bis vor kurzem ja noch an vietnamesische und sonstige ran, aber die sind ja gerade einen Bach runtergegangen, ein Teil davon. Also von daher ist es ja gar nicht so leicht, auch in manche Schwellenländer reinzukommen oder afrikanische, ne? Und so daher fand ich das ein ganz interessantes Produkt. Und deswegen, der hat jetzt eine Gebühr, die für ETFs relativ hoch ist, aber trotz allem, ich muss sagen, 0,45% im Jahr ist dann dafür diese Dienstleistung durchaus noch, ich sag mal, gerechtfertigt, weil man halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, auf Märkte zugreifen kann und auch auf Stückelungen zugreifen kann, die einfach sonst nicht möglich wären. Und wenn man sich dieses Risiko bewusst ist, ja, also ich darf jetzt nicht sagen, tut es, aber es ist sicherlich zumindest mal Überlegung wert. Ich fand es nur eine schöne Ergänzung. Ja.
bin ja auch ein Sammler, ein Jäger. Ich habe ja genug so ETFs schon eingesammelt. Da hat er noch dazu gepasst. Läuft auf jeden Fall die Shownotes, würde ich sagen. Läuft als Sparplan bei mir über, nicht die Bison-App, sondern über Trade Republic, weil da kann man die den auch kostenlos besparen zum Beispiel. Solange du die Übersicht nicht verlierst, weil genau das passiert hat manchmal, wenn du halt 5 verschiedene ETFs kaufst und in jedem ETF sind die gleichen Aktien drin, dann hast du das gleich sparen können. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, da habe ich mir halt die Mühe gemacht, mit Portfolio Performance halt alles einzupflegen, sowohl die Regionen als auch die nach dem Komaschen Kapitalisierungsansatz, also Schwellenländer, entwickelte Länder, Small und Big Cap, also so schon so versucht. Wie viel hast du jetzt? Wie viel ETFs in deinem Portfolio? Zu viele, ich weiß nicht auswendig, aber bestimmt 20. Also mehr als Richie Einzelaktien, ne? Nee, das nicht. Aber also alles in allem habe ich mehr Anteile in meinem Portfolio mit den Einzelaktien als Richie hat, das bestimmt. Also mehr wie 40 Einzeltitel habe ich, aber davon sind ein Großteil nur ganz kleine Aktienpositionen. Das ist ja der Nachteil von diesen Neo-Broker, ne? Also Trade Republic, kannst du halt für 200 Euro SAP ins Portfolio legen und zahlst halt nur 1 Euro. Macht man halt auch mal, probiert man halt mal aus. Also ich habe da diesen Aristokrat vom Dividendenadel nachgebildet mal, einfach so als Mini-ETF mehr gebaut. Kannst halt 30 Titel einsammeln, ne? Das kann man sich noch leisten irgendwie. Ah, oh, sehr schön. Mach ruhig weiter, mach weiter. Das wird dann Trade Republic nicht lange aushalten, wenn du weitermachst. Sehr schön. Wieso? Damit verdienen sie ja Geld, wenn ich das mache. Wenn ich nichts mache, darf, dann halten sie es nicht. Ja, jedes Mal, wenn du für 1 Euro was kaufst, verdienen sie kein Geld. Für kleine Beträge, glaubst mir. Nicht? Echt? Ich weiß, was die Abwicklung eigentlich kostet. Die verdienen damit kein Geld. Mach ruhig weiter. Die haben das geschickter gemacht wie ihr. Ja, die haben jetzt aber auch guten Geldgeber bekommen, das stimmt. Aber geht die Werbung nicht auch so, dass man mehr tradet, sobald man Trade Republic nutzt? Werben die nicht sogar damit? Das pingt ja alle paar Minuten. Ping, kauf doch dies, ping, das ist hochgegangen. Ich gehe davon aus, dass es im Gro auch passiert. Also ich tatsächlich verkaufe nicht, sondern ich kaufe nur zu. Also deswegen. Und ich habe jetzt auch nur noch Sparpläne laufen. Seit jetzt Einzelaktien-Sparpläne haben, habe ich mir tatsächlich noch die Berkshire Hathaway A-Aktie im Sparplan noch rein, weil ich jetzt tatsächlich für mich auch nochmal entschieden habe, ich werde nicht mehr die Einzelaktien so arg vertiefen, sondern mehr wieder die Sammelanlagen stärken. Aber das nur so als kleiner Rand. Thema. Ich bin mit meinen Punkten, glaube ich, ziemlich durch. Lars, was denn, weil du hast da auch noch ein paar Fragen aus der Community. Ich habe eben noch ein paar mitgeschrieben. Und zwar der Alex fragte, wie viel Zeit du, Richie, für deine privaten Finanzen aufwendest. Woche, Monat, also nicht in der Woche, im Monat, was ist ganz grob so? Also ich kann sagen, im Monat vielleicht maximal 4 bis 5 Stunden. Okay, was machst du dann genau? Also gut, vielleicht muss ich auch sagen, bei mir ist der Übergang zwischen Arbeit und Beruf und Privatleben fließend, weil ich den ganzen Tag mich mit Börsennachrichten beschäftige. Wenn ich irgendwelche Nachrichten oder interessante Sachen finde, wo ich einen Beitrag dazu machen möchte, dann informiere ich mich auch. Vielleicht ist dann 4 bis 5 Stunden, vielleicht mache ich das sogar häufiger als nur 4 bis 5 Stunden. Also ich lese viele Nachrichten, ich informiere mich aber auch, weil ich gerade IT-Sektor sehr interessant finde, eben nicht nur auf Finanzseiten über das Thema IT, sondern ich informiere mich einfach auch auf IT-Seiten über das Thema IT, weil man da häufig viel schneller auf irgendwelche neuen Sachen aufmerksam wird, als es irgendwelche Analysten bei den Banken werden. Das finde ich dann ziemlich interessant. Also wenn ich einen Sektor oder eine Branche habe, wo ich interessant und mich auskenne, dann gucke ich eben nicht nur auf den Finanzseiten zu diesem Unternehmen nach, sondern wirklich auf den Fachseiten. Das ist so ein Punkt, wo ich ganz klar mache. Im Kryptobereich lese ich halt mich zumindest für die großen Coins ein, was es so neue Funktionen gibt, was als nächstes kommen wird, um einfach abschätzen zu können, ob ich der Sache weiter noch traue, ob ich nachkaufen will. Und es kommt dann so ungefähr auf meine 4-5 Stunden neben der Arbeitszeit. Ich glaube, das war jetzt der richtige Ansatz. Dann passt das Ganze. Okay, gut, damit können wir leben. Und dann fragt er noch weiter, wann bist du endlich finanziell frei? Ich meine, du bist jetzt YouTube-Star und was weiß ich, was du noch alles machst. YouTube-Star. Aber wenn alles klappt, mit 65. So lange? Wenn alles das glaubt klappt, dir keiner. Nein, also ich glaube, die Frage ist auch, was ist denn die Definition von finanziell frei? Wenn ich meinen Beruf ausüben darf, der mir Spaß macht, fühle ich mich finanziell frei und man kann es kaum glauben. Aber mir macht mein Job wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß. Und wenn man dann auch noch gut Geld verdient, in Anführungszeichen, und Wertschätzung entgegenkommt und jetzt momentan sogar schön Homeoffice machen darf. Also ich fühle mich jetzt schon relativ frei. Das klingt jetzt total schleimig, aber ist einfach so. Ich finde Fuck Your Money auch den besseren Begriff. Ja. Dann definiere ich das mal für dich. Ich definiere jetzt mal für dich, wann du jetzt, sagen wir mal, nicht mehr arbeiten müsstest, sondern von entweder Nebeneinkünften leben könntest oder gepaart mit Investments. Dann bleibe ich wieder bei meinen 65 und ich muss doch mal ein Buch für dich schreiben, wenn du schon mal gefragt hast.
Ja, also, Schatz beiseite. Nein, also ich habe halt für mich mal gedacht, ich will, wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, habe ich immer Betrag X in Euro schon mal auf die Haustür geschrieben oder an die Fahne geschrieben. Dann habe ich jetzt sogar noch mal um einiges erhöht, wo ich sage, da möchte ich auf jeden Fall hin, um dann in aller Ruhe auch im Alter das Leben genießen zu können. Was ich aber halt auch machen möchte, ich möchte auch jetzt leben. Es ist einfach schwierig, so einen Mittelweg zu finden. Ich weiß, sagen wir, wir haben den Luxus, dass wir halt was zur Seite sparen können. Es gibt in Deutschland leider viele, die es nicht können. Und dann sind sie verwundert, dass man halt für einen Minijob einfach auch keine Rente bekommt. Und das ist traurig. Das ist schade, dass man halt der Regierung sagen muss, dass Pfandflaschen keine Sachanlagen sind. Aber das ist ein anderes Problem, das wir haben. Und solange wir halt die Chance haben, noch was sowohl wegzulegen, als auch gut leben zu können, das im Einklang zu halten, ganz ehrlich, da denke ich mal, warum soll ich mich jetzt knechten und dann 3 Jahre vorher in Rente gehen, anstatt lieber halt bis zum Schluss, aber dafür halt im guten Einklang das Ganze machen zu können, auch mal was leisten, auch mal in Urlaub zu gehen, das ist für mich dann wichtiger, das ist dann auch fuck you money, weil ich auch mal ausgeben darf. Okay, so jetzt kommen wir ein paar. Die Sparpläne bei Bison stoßen definitiv auf Interesse. Das war jetzt nur mal so ein Hirnfurz von mir, weil ich das immer ganz gerne hätte. Ich werde mal dem Chef von Bison schreiben, was soll es mal machen. Genau. Ja, du liest die Fragen ja gerade mit. Jetzt war noch eine andere Frage, ob du eine Meinung zu Immobilien und REITs hast oder REITs, nachdem du das betont bist. Bin ich gespannt. Also als Schwabe ist natürlich eins, dass man einfach eins weiß und doch das andere tut. An sich finde ich Immobilien als selbst wohnende Immobilie eigentlich auch dumm, weil man im Normalfall lieber das Geld, wo man dann in die Tilgung steckt, irgendwas mietet und das restliche Geld anlegen sollte. Aber es ist was Emotionales, eine Bauchentscheidung. Deswegen habe ich mich auch vor 10 Jahren Glück gehabt, für eine Immobilie eine eigene private entschieden. Ob ich wirklich als Eigentümer von Mietobjekten aktiv sein wollte, ich glaube, das Risiko war viel zu groß. Außer ich habe das Geld, dass ich mindestens 10, 15 Objekte hätte und einfach nicht Klumpenrisiko nur in einer Stadt und nur von einem Vermieter, von einem Mieter abhängig bin. Ansonsten bin ich da eigentlich sehr, sehr, also Geldanlage und Immobilie mag ich nicht so gerne. REITs, wenn es gute Objekte sind, ich meine, nach der Wahl von Trump hätten sich da mal einen REIT gekauft, der sich, oder Aktien gekauft, die sich speziell mit Vermietung von Gefängnissen beschäftigt hatten. Die gingen extrem durch die Decke zum Beispiel. Da kann man durchaus mal schöne Sachen finden, wobei man halt auch sagen muss, ich glaube im Vorgespräch haben wir auch mal gesagt, wie geht es eigentlich zukünftig mit Gewerbeimmobilien weiter, Büroräume und so weiter. Das wird halt auch spannend. Ich meine, ich habe gerade angedeutet, dass ich jetzt im Homeoffice arbeite. Ich war seit Mitte März genau 2 Mal für insgesamt 7 Stunden im Büro. Also nicht wirklich viel und dementsprechend auch sind brutal wenig Kollegen von unserer Börse, außer die Händler, die sind im Büro, die haben aufgeteilt auf 2 größere Räumlichkeiten, aber da ist der Bedarf vielleicht für die Zukunft nicht mehr ganz so hoch und das ist, glaube ich, spannend, ob man sich mit solchen Büromöbeln oder vielleicht lieber mit irgendwelchen Lagerstellen für die Zukunft einmieten möchte. Das finde ich schon wieder ganz spannend und schön. Amazon darf jetzt seit kurzem ja in den USA auch mit Drohnen ihre Sachen ausfliegen. Aber dafür brauchen sie halt Lagerstätten, weil die Dinger kommen halt, glaube ich, bloß 24 Kilometer weit. Das ist vielleicht wieder ein interessanter Punkt. Ich glaube, ich habe jetzt viel gesagt, ohne eine eigene Meinung zu haben. Ich soll Politiker werden, glaube ich. Und ich denke mal, spätestens wenn du dann geimpft bist, dann wird dich dein Chef wieder sehen wollen. Dann zählt wieder die FaceTime, dann sind alle wieder. Nee, ganz ehrlich, ich glaube sogar, also bei uns wird es wirklich sein. Also wir haben schon Gespräche, dass es definitiv auch beides sein wird. Jetzt Scherz beiseite, warum habe ich das komische Mikro jetzt vor mir stehen? Weil wir einfach mehr und mehr investieren und sagen, das wird auch häufiger noch zukünftig so sein, dass ich einfach auch die Kollegen auch von zu Hause arbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Qualität der Arbeit ist besser, merke ich. Ich verarsche mich selber, weil ich einfach früher am PC bin und länger da bin, weil ich mir einfach sage, hey, ich spare mir jeden Tag fast 3 Stunden Fahrt, da bleibe ich mal 1,5 Stunden länger einfach da. Das geht und es ist wirklich sehr, sehr gut. Es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Arbeit man hat, wie selbstentscheidend man arbeiten kann. Es geht nicht bei jedem und ich weiß auch, ein Maurermeister, für den ist es halt schwer, Homeoffice zu Hause zu machen. Das geht halt einfach nicht. Eine sehr arbeitnehmerfreundliche Antwort von dir. Das musst du jetzt natürlich sagen. So, dann gibt es noch eine letzte Frage und zwar nochmal zu Bison. Gibt es Pläne, welche Coins in Bison noch kommen? Das sicher. Kommt der Dogecoin? Es gibt sicher Pläne, aber die kann ich halt hier noch nicht weitergeben, weil, wie gesagt, wir haben ja nicht nur den Plan, welchen Coin wollen wir handelbar machen. Wir müssen ja genauso auch sagen, wie verwahren wir den Coin sicher. Also wir müssen ja 2 Dinge berücksichtigen. Und das Ganze in der deutschen regulatorischen Bestimmung macht es halt manchmal nicht ganz so einfach. Und jede Coin muss halt anders verwahrt werden. Du brauchst Sicherheitskonzept und so weiter und so fort. Aber nochmal, nur 5 Coins, das soll definitiv nicht das Ende sein. Das ist ganz klar. Okay, wobei ich mich natürlich frage, warum ihr jetzt in Bitcoin Cash aufgenommen habt, oder das ist nochmal ein anderes Thema. Was ich ganz diskutieren. Einfach, weil das Protokoll für Bitcoin Cash und Bitcoin halt sehr, sehr ähnlich sind und da der Aufwand relativ gering war, es aufzunehmen, ist eine ganz ehrliche Antwort. Okay, ja, das macht doch Sinn. Okay. Hat die Konkurrenz auch. Mitbewerber heißen die dann immer. Entschuldigung. Mitbewerber. Okay, ja, ich glaube, damit sind wir am Ende, oder? Thomas, hast du noch was?
Wir können zu den Veranstaltungshinweisen rüber switchen. Da hat nämlich der Richie auch schon was beigetragen dafür, ne? Genau, Invest 2021. Da waren wir uns beim letzten Mal nicht so ganz sicher mit dem Datum. Also Richie, wann ist die Invest? Also da gibt es so ein Medium, das nennt sich Google. Und wenn du da Invest 2021 eingibst, kommt da raus 23. 24. April 2021. Und da hat Google auch recht, wenn es denn halt kommt. Also wie gesagt, nochmal, wenn halt Corona und Co. sich so verhält, wie es jetzt verhält, ganz ehrlich, kann es auch sein, dass es wieder ins Wasser fällt. Aber Stand jetzt ist es geplant 23. 24. April. Hm. Also wenn das jetzt immer noch so ist im März, wie es heute ist, würde sie stattfinden? Also ich glaube eher nicht. Okay. Ganz ehrlich, ja, ich glaube eher nicht. Antwort. Und wenn dann noch die ganzen Jecken ja fast schon durch die Gegend jubeln, dann wird es noch viel, viel schlimmer werden. Und dann knallt es wirklich, glaube ich. Also ich glaube, dann wäre es eher nicht der Fall. Vielleicht packen wir uns alle mal zusammen und kriegen es wieder in den Griff. Aber wie ich habe vorher schon im Vorgespräch gesagt, solange halt manche Menschen denken, eine Mund-Nasen-Maske gehört übers Kinn, dann kommt es halt nicht wirklich weit. Ich mag die Dinge auch nicht gern, ich fühle mich auch nicht wohl damit. Aber es hat für mich mit Respekt auch den anderen Leuten gegenüber zu tun, dass ich dieses blöde, beschissene Teil richtig über die Nase ziehe. Entschuldigung. Und über den Mund natürlich. Danke. Ja. Und dann schreibt dir noch jemand im Chat, die Tickets von 2020 gelten auch für 2021. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, denke ich, für alle Zuhörer. Und wenn nicht, beim Anleger Club gibt es wieder kostenfreie. Ja, einfach. Also das ist wirklich einfach Tickets. Die werden ja hinterhergeworfen. Also sorry, wer dafür mal gezahlt hat, tut mir leid. Der hat noch viel zu lernen vom Lars, wenn man irgendwo spart und ein paar Bonuspunkte zusammensammelt. Das ist bitter, ja. Oh, Bonuspunkte, ganz, ganz schlimmes Stichwort. Ja, nee, dann haben wir noch eine andere Veranstaltung und zwar am 11.10.2020 findet das nächste Peer-to-Peer-Community-Treffen statt. Ich glaube, es haben sich schon knapp 20 Leute angemeldet. Das wird in Stuttgart stattfinden. Richie, kommst du auch vorbei? 11.10. Ja. Das ist ja jetzt ja bald quasi. Nee, ich muss gerade überlegen. Monat. Das Bescheuerte ist wirklich, ich habe Geschäftsreiseverbot, aber Stuttgart ist ja eigentlich keine Geschäftsreise. Also das halten wir auf dem Laufenden. Ist eine Privatveranstaltung. Halt mich mal auf dem Laufenden. Also warum denn nicht? Halten wir auf dem Laufenden. Super. Könnt euch das sein, dass ich Thomas? Ich muss schauen, mein Sohn hat am nächsten Tag Geburtstag, also das kann sein, dass da... Ist egal. Ja, das weiß ich, dass dir das egal ist. Ich schau mal, also mache ich relativ spontan dann. Super, ja, wenn ihr euch da anmelden wollt, dann kommt einfach in die Facebook-Community und da gibt's eine Umfrage oben bei dem Datum, aber ich denke, der 11.10. wird's werden. Und da dann einfach einmal abnicken, damit wir wissen, wie viele Leute kommen. Ja, damit sind wir am Ende, oder? Damit sollten wir eigentlich durch sein. Dann bleibt nur noch übrig. Vielen herzlichen Dank, Richie, dass du dabei warst. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es waren nicht zu viele Anekdoten aus dem Börsenumfeld. Was wir eigentlich grundsätzlich überlegt haben, nur so Rande, Lars, wir wollten eigentlich mal sagen, was kann man vom Thema P2P und Börse beides für Weisheiten anwenden? Aber du hast ja schon gesagt, einfach keine Angst haben, ich sag mal, Vertrauen in das, was man getan hat und einfach vielleicht genau, wenn es mal runtergeht, nicht sofort alles werfen, sondern genau das Gegenteil tun, wenn man der Sache vertraut, auch mal nachkaufen, entweder am P2P-Markt, irgendwann am Zweitmarkt noch sich ein paar günstige Dinge mit extremen Abschlägen einverheimsen oder halt wirklich, wenn die Aktienmärkte extrem nach unten rauschen, ich meine, den tiefsten Punkt wird man nie erwischen, vielleicht in ein, zwei Chargen mal nachkaufen, aber wenn man grundsätzlich der Sache traut, ja, dann muss man halt, also investieren kommt halt auch von ein bisschen Risiko, das muss man auch manchmal eingehen, wenn man sich der Sache bewusst ist. Ansonsten, dann bleibt doch Sparbuch übrig. Super, wunderschönes Schlusswort. Ein mega Schlusswort. Für mich auch. Dann einstudiert. Nein. Sage ich Dankeschön, auch Dank an alle Zuhörer, die sich beteiligt haben im Chat und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schönen Tag und schönen Abend zusammen. Ciao. Ciao, ciao.